Live in 3, 2, 1. Hallo und recht herzlich willkommen zu einem Livestream. Ich bin Jan, mit dabei habe ich den Mike und wir spielen heute Football Manager 2018. Jawohl. Ja, und wir sind gerade selber noch mit dabei, das zu erstellen. Und ihr könnt schnell mal noch in den Chat reinschreiben, weil wir haben uns die Liga noch nicht ausgesucht. Aber ich glaube, wir starten in Liga 3. Aber könnt ihr noch schnell einfach in den Chat reinschreiben. Wir sind gerade noch quasi beim, ja, mehr oder weniger erstellen vom Server. Stefan schreibt, Jan, kannst du bitte bis 20 Uhr machen? Ja, schauen wir mal, wie lange wir machen. Das wären 3 Stunden. Wir haben auf jeden Fall Bock und Zeit haben wir auch. Das heißt, solange ihr Bock habt, machen wir auch weiter. Und wir haben uns auch schon zusammen überlegt. Übrigens auch Link von Mike in der Videobeschreibung. Und das Geile ist, wir streamen beide. Das heißt, wir beide werden eine Mannschaft übernehmen in derselben Liga. Und stream parallel, das heißt, wenn ihr nicht gerade zufällig am Handy schaut, sondern am PC, könnt ihr theoretisch sogar beide Streams aufmachen, den einen muten und parallel quasi sehen, was wir machen. Lohnt sich auf jeden Fall und genau, Link in der Videobeschreibung. Bei mir natürlich auch, also wer jetzt bei mir schaut, der kann auch gerne in die Videobeschreibung gehen, da ist Jans Kanal auch verlinkt, von da aus. Dann eben die andere Perspektive sehen. Also ich habe bis jetzt eine zweite Bundesliga bis jetzt gemacht mit Eintracht Braunschweig. Das ist mein privater Spielstand quasi. Da weiß ich quasi in- und auswendig, was ich machen muss. In der dritten Liga, ich nehme mich halt relativ wenig aus. Aber wollen wir in der dritten Liga starten oder sagst du zweite Liga und man hat quasi auch das, dass man absteigen kann? Wobei, ich glaube, man kann in der dritten Liga auch absteigen. Oberliga und so weiter gibt es, aber die ist nicht spielbar. Und wenn du absteigst, wirst du gefeuert. Zweite wäre aber cooler. Ja, wollen wir. Ich würde es auch feiern, wenn ich mit Braunschweig. Nein, das ist noch nicht, das ist noch nicht erstellt. Ich muss quasi als erstes mein Team wählen und dann kannst du das erst selber mit. Ach so, ja, okay. Also sagst du zweite Bundesliga? Ich würde sagen zweite Bundesliga. Okay. Also, ihr könnt das ja gerne mal in den Chat schreiben, bei mir oder bei Jan, ist scheißegal. Ja, ich muss aber unbedingt deinen Chat jetzt auch nochmal irgendwie aufmachen. Ich mach das jetzt. Für alles lesen. Aber ja, mir ist noch nicht so viel los. Aber kann wenn ihr nichts dagegen habt. Doch, Chat hier im neuen Fenster öffnen. Ich kann sogar zack. Oh, perfekt. Würde ich gern zweite Liga machen. Spenden könnt ihr natürlich auch gerne, falls ihr Bock habt. Einfach Link in der Videobeschreibung. So, jetzt habe ich beide Chats offen. Boah, krasser Scheiß, Alter. Das zu managen. Ja, bei muss mir man eigentlich halt fast schon eine Insta-Story drüber machen, wie das hier aussieht, Alter, auf dem Bildschirm. Das ist. Komm, ich mach mal ein Bild, Von meinem Ding, ja. Crazy ist das. Genau, die Kamera kann ich natürlich auch gleich wieder umstellen. Das heißt, die normale Perspektive wird so sein. Das mache ich jetzt auch schon mal. Und genau, dann manage ich Braunschweig und wir starten direkt rein. Ne? Also. Mal drauf, warten wir uns so rein. Ja, irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Oder nicht richtig bei allen Vereinen. Aber wir starten jetzt erstmal so rein. Halt, sieht nicht alles original aus, aber das macht ja nichts. Ligen hinzufügen. Ich glaube, das habe ich so, wie ich das eigentlich haben wollte. Es ist perfekt. Das ist schon von meinem anderen Spielstand genauso gemacht. Aktive. Achso, warte, nee, aber das muss. Dritte Liga und höher. Ja, das sieht doch schon echt vernünftig aus. Also bei mir schreiben zwei zweite Bundesliga. Ja, stimmt, das sehe ich auch. Ja, das finde ich auch gut. Also zweite Bundesliga fände ich echt. Musst du diesen Sonntag arbeiten? Nee. Sie haben 25. Ja. Ich hab jetzt auch Ferien. Mega nice. Ja, ihr könnt mal reinschreiben, ob ihr auch gerade Ferien habt. Der Mike zum Beispiel ist der Glückliche. Hat er jetzt. Ja. Ihr könnt auch bei mir mal reinschreiben, ob das passt von der Musik her, von der Lautstärke. Ich hab nämlich keinen Plan. Also ich hoffe, es passt so. Pünktlichkeit. Ja, Pünktlichkeit, Sören ist immer mit dabei. Also, wir haben pünktlich gestartet eigentlich. So, ich hoffe, ihr habt auch Bock richtig darauf. Also, mir wurde das ja in letzter Zeit wirklich ziemlich viel geschrieben, nachdem ich das, glaube ich, beim Eröffnungsleistung hier quasi
Da habe ich das, glaube ich, gesagt, dass ich Bock habe auf Football Manager. Und dann habe ich es mir quasi einen Tag später erst gekauft und dann wurde schon so viel einfach die ganze Zeit mir geschrieben, dass ich das mal mitmachen soll. Wer redet da im Hintergrund? Wieso im Hintergrund? Der ist doch voll laut, so dass er eigentlich gar nicht im Hintergrund ist. Das ist der Mike. Wir ja, streamen hier zusammen. Ich bin das. Musik also, der ist bisschen leise bitte, mache ich gern. Ja, bisschen leise. Ich hoffe, das gibt's auch für genug. PS4. Nee, gibt's nicht. Alle, die bei mir zugucken, auf jeden Fall hi an euch. Alles frisch, ja, auf jeden Fall. Ferien, es sind Ferien. Da ist natürlich alles fresh. Fresh, frisch, keine Ahnung. Wie heißt er, mit dem du spielst? Mike heißt er. Link natürlich auch in der Videobeschreibung. Also ich hoffe, ich bin laut genug bei dir. Müsste eigentlich. Also wir können mal gerne reinschreiben, wenn der Mike irgendwie zu leise ist. Dann könnt ihr das gerne reinschreiben. Aber eigentlich bei mir sieht das so aus, als müsste jeder gehört werden. Ui. Ist die Musik jetzt bei mir gut oder nicht? Ja, egal. Bei dir schreiben viele Mappen. Ja, ich verstehe das auch nicht. Muss jetzt einmal ganz schnell. Egal, das hat keiner gesehen. Geburtsort, ja, kann ich Braunschweig gar nicht reinschreiben, ne? Braunschweig, Niedersachsen. Lieblingsverein Braunschweig, werden Sie Formation? Nö, das mache ich nicht. Alle Aufgaben selbst. Bei den Aufgaben, ne? Da will ich gar nicht alle übernehmen. Siehst du jetzt schon den Server abgezockt? Kannst du den schon sehen? Warte mal. Search? Nö. Okay, weil du kannst deine Aufgaben, hast du bei der Erstellung kannst du quasi auswählen, was für Aufgaben du erfüllst und ich will gar nicht alle Aufgaben mitmachen. Das dauert einfach viel zu lang und ist total langweilig, manche Aufgaben. Keine Ahnung. Ich mache Mitarbeiter einstellen, mache ich aus. Eingehende, ausgehende Transfer ist wichtig. Vertragsverlängerung ist wichtig. Ich grüße dich am Ende, Leute. Nur, dass ihr es wisst. Am Ende kann man ja schon mal, ne? Anstellung von Mitarbeitern will ich nicht. Ich habe die Playlist nicht geändert. Ich habe mir tatsächlich letztens mal ein paar neue Lieder runtergeladen aus dieser YouTube-Bibliothek. Aber die Playlist habe ich noch nicht geändert, weil ich das vergessen habe. Ich wollte die Stream-Playlist ändern von der Musik her, weil da habe ich irgendwie immer dasselbe gehabt. Aber ja. Werd die auch nicht so komplett ändern, also ich füge da nur ein bisschen was da hinzu, also ansonsten. Also ansonsten musst du mich irgendwie einladen, also ich habe keine Ahnung. Ja, warte, ich bin gerade noch dabei, meine Aufgaben, Ja, wenn du fertig bist und es noch nicht da ist, dann, ja. So, leider jemand will. So. Ja, wir fangen gleich an. Wir müssen nur den Server noch gerade fertig erstellen. Ja, das will ich eigentlich. Das ist scheiß. Scheiß auf das Ding hier. Standard-Schwerpunkt bestätigen. Zack. Möchten Sie Spiel starten oder einen weiteren Trainer? Neuen Trainer hinzu. Was? Nein. Wie mache ich das? Abbrechen, was habe ich? Oh Gott! Machst du? Ich habe keine Ahnung. Habe ich jetzt was voll Falsches gemacht? Ich habe doch ja, online jetzt hier. Find Mike nicht auf YouTube. Ja, ist in der Videobeschreibung von Jan Streams. Von Jan Stream, ja. FIFA Manager oder Football Manager ist das? Muss mal gucken, ob du das jetzt finden kannst, weil eigentlich, das ist, also, ich habe auf online gemacht. Kann ich neuen Trainer hinzufügen, Liga, Teil, Spielstatus. Also entweder ich mache hier was Falsches oder ich weiß es nicht. Spielstand, Name, achso, nein, das ist das. Wenn ich jetzt mal eingebe, Search, nichts gefunden. Könnt gerne mal in den Chat reinschreiben,
Falls ihr das wisst, aber muss ich hier auf Trainer hinzufügen? Ich muss doch nicht auf Trainer hinzufügen, oder? Also ihr könnt auch bei mir reinschauen, ob ich was falsch mache. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich bei dem Spiel nicht aus. Ich habe es mir gestern Abend geholt, weil Jan gemeint hat, ob wir das vielleicht zusammen ein bisschen zocken können. Und ich fand's cool und ja. Hier kann so Trainer-Chat gibt's sogar. Krasser Scheiß. Hä, also, wenn uns jemand weiterhelfen kann, wäre es sehr cool. Sehr gut. Nein, ich will. Oh, ich drücke hier die ganze Zeit auf. Ein neues Online. Hat doch gerade schon ein Online-Spiel gemacht. Ich habe jetzt mal Hi in deinen Chat geschrieben, weil alle fragen, wie ich heiße oder ein paar. Aber ich bin in seiner Videobeschreibung, nur so zur Info. Wir brauchen jetzt eher Hilfe. Wir würden nämlich gern anfangen. Das ist ja so gut jetzt gerade. Mann! Er hat doch auf Abbrechen gedrückt, ich will. Oh. Ich trinke mal einen Schluck. Ah, hier. Nee. Ja, also ich kann dir leider nicht helfen, es tut mir leid. Ja, du musst erst ganz reingehen. War ich nicht ganz drin? Wie kann ich denn das jetzt nochmal ganz abbrechen, damit ich hier laden. Online, ich war doch ganz drin, oder nicht? Du musst erst ganz reingehen. Keine Ahnung. Echt keine Ahnung. Ich bin noch ganz im Spiel jetzt drin. Und jetzt? Was? Ich bin jetzt ganz im Spiel drin. Was muss jetzt passieren? Kannst. Du musst das jetzt irgendwie mein Spiel finden können. Irgendwie, wenn ich bei Steam hier reingehe, passiert bei mir auch irgendwie im Game nichts. Das ist irgendwie auch total merkwürdig. Ah, warte. Das ist vielleicht deswegen. Zu Spiel einladen. Hab ich das einfach mal gemacht. Beitreten. Jetzt. Gucken wir, ob das was bringt. Okay, jetzt müsste man einen Server finden, schreibt er, so wie ich jetzt ja, gerade im Spiel bin. Ich drück da immer noch drauf. Es passiert leider nichts. Kannst du nochmal bei. Hilf mir! Wenn du ganz normal online beitreten willst, dann kannst du eigentlich. Der Servername ist abgezockt. Join den müsstest du jetzt angeblich finden. Join Online Game. Abgezockt. Search. Keine Ahnung. Hab's gerade nochmal gemacht. Kann mir jemand helfen? Weiß nicht, ob ich hier irgendwas falsch eingestellt habe oder. Der heißt ja abgezockt, ne? Ja, das Server ist abgezockt. So vielleicht muss ich mich statt einfach mal das Spiel neu, keine Ahnung. Ich darf mal spielen. Oder muss ich einen Trainer da hinzufügen? Aber das ist eigentlich nicht, weil dann würde ich jetzt quasi mehrere Vereine übernehmen, glaube ich, wenn ich das selber mache. Er schreibt, er findet den auch nicht. Lell. Also ich habe keine Ahnung, ich starte das Spiel gerade nochmal neu. Immer mal ein neues Online-Spiel. So, mal nochmal alles von vorne. Dann könnt ihr auch sehen, was ich einstelle und so, dann ist es eigentlich. Also guck mal. Ja, jetzt sehen die das Passwort, das ist richtig behindert. Ich muss das umstellen. Ich muss ein neues Passwort. Mach's halt kurz was anderes dahin. Ja, ja. Also, Name des Servers ist abgezockt. Nutzer Teilnahme an ihrem Spiel erlaubt. Mache ich jetzt erstmal jeder, ja, mir doch egal. Theoretisch. So, du bekommst ja nur das Passwort, das schreibe ich dir gleich bei Steam. Ja, wir spielen am PC. Irgendjemand hat Geburtstag. Nein. So, das hier ist das Passwort. Ich hoffe, das hat man dann bei dir jetzt gerade nicht gesehen.
Nee, sieht man nicht. Kontrolle über Gameplay. Länderwellen, okay, ja. Erweiterte Daten. Habe ich vielleicht ein anderes Datenbankpaket oder so? Ich habe 18.3.0 Update. Wo steht denn das? Oben rechts bei mir irgendwie bei. 18.3.3. Punkt 3 hast du? Ja. Ich habe 18.3.0. Ich habe 18.3.3. What? Keine Ahnung. Was ist das für eine Scheiße? Weiß ich doch nicht. Warum tanzt mein Trainer die ganze Zeit? Ich weiß, der sieht aus wie ein Chinese, aber ich hab das nur so auf die Schnelle gemacht, Leute. Da bin ich. Er tanzt schon wieder. Hä, hey, wieso habe ich ein älteres Spiel quasi mehr oder weniger? Das ist ja richtig dumm. Ich hab's gestern gekauft, ich weiß es nicht. Ich hab keinen Plan. Also, kann ich jetzt gerade nochmal ein Update oder so? Oder. Ich starte. Wie heißt das Spiel? Das Spiel heißt Football Manager. Football Manager 2018. Mein Trainer soll mal wieder aufhören, rumzutanzen. Ich starte mal das Spiel neu. Heute gleich. Jonas, ja, wir haben es hoffentlich gleich geschafft. Das ist komplizierter als gedacht. Also, ich meine, wir haben ja früh genug angefangen. Aber ja, ich meine, wir haben heute eh Zeit, aber. Ich hätte gern angefangen. Ich hab Bock. Ich starte mal ein ganzes Team neu, mal schauen, ob. Das ist dann irgendwie das Game-Update oder so, aber hä? Richtig dumm, was ist da los? Kannst dir nicht sagen. Kannst du bei dir irgendwie auch umstellen? Also ich könnte bei mir irgendwie verschiedene Datenpakete oder so einstellen. Könntest du bei dir irgendwie das auch aufs Alte wieder stellen oder so weiter? Guck mal, ob ich da... Ich hab halt... Wenn es jemand weiß, kann er mir auch. Ich dachte gerade, okay, macht ein Update, aber nein, es hat die City Skylines updated. Richtig geil. Mann. Was ist das für ein Käse? So, okay, jetzt starte ich das Game und jetzt ist bestimmt alles gut. Immerhin denkst du positiv. Ja, klar. Ich meine, was soll das denn? Wieso funktioniert das nicht? Kann ja nicht sein. Muss ja funktionieren. So. Wir probieren unser Bestes. Keine Ahnung. Wann seid ihr fertig? Wenn es funktioniert, dann sind wir fertig. Keine Ahnung. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen länger streamen, also von daher. Ja, genau. Also ich sehe jetzt hier aber auch nichts, was ich irgendwie... Es ist halt irgendwie voll unübersichtlich hier, steht so viel, ne? Ah, bei mir steht aber oben links steht jetzt auch 18.3.3. Ja, das ist doch schon mal perfekt. So, Online-Karriere. Komm, ich will meinen Trainer tanzen sehen. So, jetzt muss ich wieder umstellen und muss dir nochmal ein neues Passwort schreiben. So, das ist das Neue. ja, es gibt ein Patch mit den originalen Wappen, aber ich habe versucht, den zu installieren. Bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Ja, aber wenn ich das dann starte, ist es... Was? Bei mir stand auch oben links 18.3.3 und wenn ich dann auf Länder wählen gehe, dann steht bei Datenbank 18.3.0. Ist das was anderes? Das ist safe was anderes. Das hat bestimmt, das eine mit dem anderen hat bestimmt gar nichts zu tun eigentlich. Als Vereinstrainer neu starten, in Doppelfunktion starten, als Vereinstrainer. Hast du dir irgendwas runtergeladen, was ich nicht hab? Ich hab keinen Plan. Kimmich 32, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Kann ich ja mal raushauen. Ja. Komm schon.
Spiel starten. So, jetzt erstellt das Ding und dann musst du den Server gleich finden. Das muss klappen jetzt halt. Das also muss. Geht gar nicht anders. Eigentlich kann ich ja auch. Ah, weiß ich nicht. Dürfen Zuschauer mitspielen? Also das Ding ist, weswegen die Zuschauer nicht mitspielen können, ist, dass wir dann immer auf die warten müssen. und deswegen geht das leider nicht. Lel. Okay, die Datenbank wird erstellt und jetzt müsste, glaube ich, das Server findbar sein. Sag mir, wann ich gucken kann. Also passt auf, Leute, ich gehe mal hin, abgezockt. Noch ist er, glaube ich, nicht da, aber... Nee, noch ist er nicht da. Also nochmal für alle, die neu dabei sind. Wir probieren gerade unser Bestes dabei, dass wir hier auf dem Server joinen. Ja, welcher Verein wir sind dabei. Ich bin, das werden wir gleich sehen, welcher Verein ich bin, das weiß ich noch nicht. Aber ihr könnt, wie gesagt, auch gerne, wenn ihr jetzt bei mir zuschaut, beim Jan vorbeischauen gleichzeitig. Wenn ihr am PC guckt, sowieso beides nebeneinander einfach euch anzeigen lassen. Mega cool. Denn wir streamen beide. Hm. Welchen Verein hat Jan? Ich habe Braunschweig. Den habe ich schon fest ausgewählt. Mike hat noch keinen Verein ausgewählt. Ja, ich muss mal überlegen. Also, keine Ahnung. Eigentlich müsste ich ja Fürth nehmen, ne? Eigentlich. So, jetzt kann ich wieder hier meinen Trainer. Ah, ich hab's. Ja? Ja. Oh, Leute. Buddy. Jetzt will ich Passwort. Warte mal, ich mach mal hier. Hier, folgt mir auf Instagram. Dass mir das Passwort nicht seht. Was war denn das Passwort nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Lel. Okay, das hier ist jetzt... Online funktioniert. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Speichern. Jawohl, das heißt, ich kann schon anfangen. Währenddessen. Hat es jetzt geklappt? Glaube ich, ein falsches Passwort eingegeben. Also, ich weiß es selber nicht mehr auswendig, was ich dir geschrieben habe, aber. Ja, ich habe es jetzt nachgeguckt. Ja, doch, müsste drin sein. Ja, ich bin da. Okay, warte mal, Leute, ihr kriegt gleich wieder Bild. Momento. Boah, eigentlich will ich ja deinen Livestream auch bei mir. Ich mach deinen Livestream bei mir auch auf. Ich will das sehen, was du machst. Spionage! Wenn wir gegeneinander spielen, dann spioniert er mich hier aus. Nein, dann mach ich's also aus, so aber. Aber ich will das jetzt sehen, was du machst. Stimmt, okay, pass auf, ich öffne deinen Livestream auch. Ja. Okay, ich jetzt gar nichts. Jetzt habe ich nur keine Ahnung, wie ich das regeln soll. Ich will ja meinen Chat noch weiter lesen. Also dein Chat will ich auch. Also die Chats, die habe ich beide schon. Los. So, das kommt. Du guckst gerade aus und müssen so in die Kamera so. Was soll ich jetzt machen? Ich habe auch keinen Plan, echt. Ich habe drei Bildschirme, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ja, ich bin hier gerade voll im Struggle mit dem, aber... Jetzt höre ich mich selbst. Scheiße, ich muss deinen Ton aufnehmen. Ja, deinen Ton habe ich bei mir auch aus. Habe ich gar nicht gedacht. Sorry, Leute. Okay, ich glaube, das passt. Ach, scheiße, habe ich jetzt... Ach, okay, ne, das habe ich gemacht. Ja, ich weiß, es ist dumm, das hat man jetzt ein paar Mal gesehen, aber das ist... Hat man vorher auch schon gesehen, also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass man den kompletten Namen von mir sieht. Es ist mir schon ein paar Mal passiert und es schauen ja jetzt hier nicht ganz so viele zu, deswegen auch nicht ganz so schlimm. So, Alter, jetzt habe ich alles, okay, Leute, jetzt kann es richtig losgehen. Braunschweig hat Janodopoulos als Trainer verpflichtet, yeah, okay, das ist schon mal gut. Was muss ich jetzt eigentlich machen? Warte, ich muss deins bei mir mal... Du musst, Kein Plan. Also ich bin jetzt hier und, boah. Nice.
Kann man da nicht jetzt irgendwo. Musst du dir. Also. Kannst du da nicht irgendwo jetzt einen Verein auswählen oder so einer? Ja, wo denn? Keine Ahnung. Oder muss ich dir jetzt was geben oder so weiter quasi? Weiß ich doch nicht. Warte. Hallo. Ah, wir sind. Wir wissen einfach, wie es hier läuft. Ach, hier kann ich hier nicht auswählen? Warte mal, halt, stopp. Kann ich es auswählen? Bin jetzt drauf, aber wie verpflichte ich mich? Was? Hä? Hä? Muss ich das hier vielleicht bei, auch bei neuer Trainer hinzufügen? Nein, das, da komme ich ja immer wieder hierher. Hierher, da will ich ja gar nicht hin. Och, Leute. Das ist so kompliziert. Also ich würde Fürth nehmen, Leute. Weil wer es noch nicht weiß, ich wohne in der Nähe von Fürth, in der Nähe. Und Spielstatus? Bin da mal im Stadion. Hier, ich sehe dich. Ich kann dich zum Admin machen. Jetzt habe ich dich zum Admin gemacht, glaube ich. Aber wie mache ich... Bin ich... Ja, da ist das schon wieder. Aber du hast doch hast einen eigenen Trainer? Musst du schon selber so sagen, okay, du bist der und der Trainer und so weiter, oder? Trainierbare Teams, da kann ich leider nichts auswählen, das ist das. Ich bin so hart verwirrt, ne? Ich bin ja auf demselben Bildschirm, wo du jetzt gerade bist. Ja, genau. Wenn es so aktuell ist. Aber du kannst da ja Trainer bei Teams auswählen. Bei deinem Abo-Ding da oben, ne? Wo? Ja, du hast da oben... Achso, ja, das habe ich eben... Ja, ja, was? Mach das mal da weg, weil du hast... Da musst du doch bei dir... Steht ja nicht irgendwo Trainer hinzufügen. Doch. Ja, da musst du draufklicken. Achso, ja. Hä? Doch. Ja, ich dachte, ich sehe das halt bei dir nicht. Oh Mann, ja, ich habe den Abo-Count jetzt rüber gemacht. Ich hoffe, der ist da jetzt nicht im Weg. Also, unten links ist eigentlich ja, ganz Trainer gut. Ja, Trainer hinzufügen. Ja. Unten links. Ja, unten links ist, kannst du eigentlich alles hinpacken, da ist nicht so viel. Okay, mach ich den Abo-Count halt unten links. Oh mein Gott. Die bei mir zuschauen müssen, dann sagen, ob das passt. Sorry. Okay, also Philipp Mann. Hoffmann ist von letzt. Ohne Bulu und Patrick Schönfeld, das kenne ich aber natürlich schon. Natürlich alles, was hier steht, Leute. Wisst ihr Bescheid. Ja. Okay, was dann jetzt? So viel nutzen, ja, möchte ich nutzen. Verantwortlichkeiten, ach ja, genau. Beim Trainer erstellen kannst du dann, glaube ich, selber auch die Verantwortlichkeiten und so machen. Ich habe halt voll viel abgegeben. Also relativ, also alles, was mit der ersten Elf zu tun hat, aber alles mit Mitarbeiter und Jugendmannschaft und so habe ich alles abgegeben. Hä, wie komme ich jetzt aber in die zweite Liga? Hast du den Trainer erstellt und so weiter? Ja, ich habe den von vorhin übernommen. Muss ich den neu erstellen oder was? Nein, also einfach weiter drücken. Wo bist du denn jetzt? Ja, da muss ich ein Team auswählen, aber ich habe da die erste Liga. Achso, das ist aber doch, weil Lieblingsverein ist das doch bei dir da oben, oder? Also bei mir ist gerade irgendwas mit Lieblingsverein. Ach, ja. Ja, ja, okay, ich habe nichts gesagt. Aber. Ich habe nichts gesagt. Da oben ist irgendwie was von wegen Arbeitsdurchstarten, das ist ja kacke, aber ich sehe das irgendwie nicht, da ist irgendwie was Komisches mit. Ja, nee, das ist, ich bin schon weiter, weil. Achso. Ja, du, das ist ja Verzögerung drin. Und jetzt aber ehrlich nur erste Bundesliga. Achso, ja genau, in Deutschland zweite Bundesliga, da. Ja, hab ich umgestellt. Ja. Ich muss jetzt, was muss ich jetzt drücken? Trainer hinzufügen oder was? Ich bin jetzt bei Spielvereinigung Greuther Fürth. Achso, warte, du musst. Nein, du musst wieder zurück. Zurück. Jawohl. Ihr Fürth. Jetzt müssen wir ein bisschen warten wegen der Verzögerung. Ich, ja, bin, ja. Ich hab keinen Plan. Wie mein Kanal heißt, ich schreib's nochmal rein in den Chat, Lel. Du musst ja, der auf diesen Pfeil links oben musst du drücken, damit du wieder auf diese. Also bei mir bist du ja, immer noch bei diesen Spielern in der Hand. Ja, ich bin schon drüben. Ah. Das ist so scheiße. Ja, unten rechts ist, steht auch weiter. Da musst du einfach drauf drücken, auf weiter. Auf Erfüllungsziel da. Ja. Ja, sorry, ne, aber ich ja. Alles kein Problem. So. Ja, ich bin ein bisschen verpeilt. Das stimmt schon. Kein Problem, Leute. Kriegen wir alles hin. So, was kann man jetzt hier einstellen? Wir gucken mal. Ich habe keinen Plan von dem Spiel, deswegen. Ich habe mir das gestern geholt und, ne?
habe keinen Plan, deswegen. Du siehst aus wie Marco Reus. Ja, ich bin Marco Reus, Alter. genau, also ich mache jetzt erstmal ein Meeting mit dem sportlichen Direktor und so weiter und Vorstand. Die Philosophie ist, junge Spieler für die erste Mannschaft zu verpflichten. Hey, hier Coaching-Attribute, was ist denn das? Das ist halt quasi dein Trainer. Oder auf also, nein, ich hab, oder was? Ja, ich habe das einfach auf Standard gelassen. Du kannst auch einfach auf Standard lassen. Einfach. Also da kannst du halt was verstellen, aber wie gesagt, ich habe auf Standard gelassen. Und ja, gut. Aber lass mal einfach so. Mach nicht mehr anzeigen, Spiel starten. Zack. Joey K ist auch wieder dabei. Ding 1. So, so FIFA führt. Immer führt, jawohl. Aua. So, okay. So, fantastisch. Ich kenne ja schon relativ viel, weil, wie gesagt, mit Braunschweig. Ah, da kann ich euch gleich zeigen, okay, dies, das, pipapo und so, machen wir dies, das. Okay, mit Braunschweig, ich habe hohe Erwartungen jetzt, wo ich schon ein bisschen mit Braunschweig Erfahrung habe. Will ich da jetzt ordentlich auch was machen, mehr oder weniger. Und erfolgreich sein. Also, die bei mir zugucken, könnt mir super gerne was in Chat schreiben, was ich jetzt machen kann und soll. Weil, wie gesagt, ich kenne mich nicht so aus und deswegen sind Tipps ziemlich gut. So, mit dem Präsidenten habe ich jetzt gerade gesprochen, da könnt ihr natürlich gerne alles mitlesen, ist hier am Anfang noch nicht ganz so spannend, wenn was wirklich Spannendes ist, dann gehe ich da selber auch nochmal mit drauf ein. Wir stellen uns quasi gerade vor, jetzt gerade war der Präsident Sebastian Ebel, glaube ich, und jetzt der Co-Trainer Darius Scholtisik. Ganz viel Trainingszeug habe ich dir an dem abgegeben, vor allen Dingen mit der Jugendmannschaft. Wir schauen gleich auf unser Team. Und da habe ich tatsächlich mir selber schon Taktiken gespeichert aus meiner anderen Karriere, die kann ich hier gleich übernehmen. Das heißt, dann werden wir gleich schon was ganz Gutes haben, weil das habe ich auch schon ausprobiert, das funktioniert ganz ordentlich. Ja, genau. So, genau. Und den restlichen Stab. So. Gespräche beendet. Posteingang, willkommen. Ich habe jetzt gerade auch ein Gespräch, bin auch gerade dabei. So, jetzt kann ich schon auf Fortfahren drücken und jetzt muss ich quasi auf Mike warten. Der ist jetzt quasi, wenn er mit dem Gespräch fertig ist, müsste der auch schon mehr oder weniger auf Weiter drücken können. So lange. Nein, ich möchte neue Taktik laden. Da, wie gesagt, habe ich schon was. Zack. Mit dieser Aufstellung mit dem. Wobei, Mike hat ja meinen Stream auch auf. Ich wollte jetzt gerade meine Taktik nicht verraten. Aber. Ja, genau. Nee, Zuschauer, ihr könnt jetzt einfach sehen, wie ich hier gerade aufstelle. Ja, ich sehe es auch. Ja. Wie viele Jahre zockst du schon? Also, ich glaube, ich habe angefangen oder so. Ich glaube, meinen ersten PC oder so habe ich mit 11 oder so. Also, seit. Das ist krass. Man denkt, ich denke so, ihr ist eigentlich schon voll viel länger. Aber das ist ja eigentlich, ich bin 20, bald 21, aber es sind trotzdem erst so knapp 9 bis 10 Jahre. So, also ihr seht, viele Spieler können das alles noch nicht perfekt, aber ich weiß zum Glück jetzt ja schon auswendig, wo ich die Spieler hinstellen soll, weil ich ja schon ganz viel so gespielt habe. Das ist mein Glück. Aber das funktioniert auch alles noch nicht ganz so. Ich hatte auch schon natürlich Neuverpflichtungen. Warte. Aber ich habe auch schon viel gelernt. Wer wo gut spielen kann, wer tatsächlich nicht gut spielen kann. Suleiman Abdullahi. Zack. Den hatte ich auf jeden Fall so stehen. Warte mal. Hä? Wo ist. Mir fehlt ein Spieler. Wo ist der? Tipptopp. Hä? Ich hab sogar den Namen vergessen von wie er heißt, aber. Hä, bin ich gerade doof? Also, mein ZOM, warte, ich hatte Henrik. Ne, ich hatte Jan Hochscheid, glaube ich, im LM. Der kann aber auch ZOM spielen.
Aber wo ist denn Biada? Fehlt mir. Hä? Wo ist Biada? Der ist aber weg. Wenn er jung ist, kann er sein, dass er über 23. Nee, aber. Doch, Julius Biada ist tatsächlich krasser Scheiß. Der ist ultra gut. Wieso ist der. Also, naja, nicht ultra gut, aber der spielt tatsächlich besser als Jan Hochstand, obwohl Jan Hochstand angeblich besser ist, aber der kann auf der Position besser spielen. Verschieben zur ersten Mannschaft, unbedingt. Also gerne, wie gesagt, bei uns beiden im Chat einfach ganz viel reinschreiben einfach. Ja, ich bin gerade schon wieder auch ein bisschen überfordert. So, ich glaube, Canbas, habe ich den auch mit hochgezogen? Brauche ich aber eigentlich nicht. Wobei, der kann links und rechts spielen, haben wir 2,5. Oh, aber der hat gutes Talent. Ja, doch, ich ziehe ihn einfach auch schon mal hoch. Zur ersten Mannschaft ziehen. Also so gut kenne ich mich jetzt mit Fürth doch nicht aus. Das wird jetzt kritisch. Ich würde Abdullahi und Biada tauschen. Also ich habe eigentlich relativ erfolgreich damit schon gespielt und ich glaube, Abdullahi kann... Ne, der ist halt nicht so ein guter ZOM, ne? Also das ist da nicht perfekt, das stimmt. Da Zielspieler muss ich da einstellen. So, und jetzt kann ich... Also Biada ist eigentlich relativ gut, also der... Also der ist nicht super auffällig oder so weiter, aber das sind sie bei mir irgendwie komischerweise nie. Aber das ist quasi meine Startelf. Hochscheid und Zuck kann man gut tauschen. Nyman ist auf jeden Fall im Tausch mit Abdullahi immer mit am Start. Yildirim kann mit Kelefi immer wieder wechseln. Patrick Schönfeld ist noch lang verletzt, genauso wie Bullut. Hoffmann ist nicht so krass. Moll kann auch wechseln. Teige ist eigentlich nicht schlecht, aber Becker wird später richtig krass. Es wird mega. Wie weit bist du gerade? Ja, ich probiere mich gerade ein bisschen. Also du kannst aber oben auch schon einmal auf weiter drücken. Kann ich schon mal draufdrücken? Ja, dann geht's einmal weiter perfekt. Weil du kannst die Formation ja immer noch später einstellen. So, kommt bald ein Rocket League Stream mit Flo und Jan. Mit Flo und Jan, ja, weiß ich nicht, ob Jan Lust hat auf Rocket League. Keine Ahnung. Wir können, wenn du bei mir bist, gerne auf deinem Kanal von mir zusammen an einem Bildschirm quasi Rocket League streamen. Ja, das können wir auch machen. Aber ich habe ultra lange auch kein Rocket League mehr gespielt. Mike meint jeden Monat einen Stream, das habe ich gar nicht gesagt. Gar nicht wahr. Platzierung in oberer Hälfte finde ich erstmal gut. Selber will ich tatsächlich mehr schaffen, also habe ich auch in meiner privaten Karriere, aber erstmal ein bisschen niedrig halten. Die Erwartungen, kann sein, dass es hier komplett anders läuft. Ich werde auf jeden Fall nicht alles gleich machen, aber die Saisonziele auch schon mal abgeklärt. Training erstmal schauen auf dem Terminplan. Sag mir, wenn du auf weiter klickst, dann, wobei ich kann eigentlich auch schon auf fortfahren. Ich habe meine Sachen. Ach du. Wait. So, warten. Genau, ich wollte einen Terminplan. Ich finde es gerade richtig schwierig. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Der passt auf jeden Fall schon mal besser. Wie geht es dir? Mir geht es richtig gut. Ich hoffe, euch auch. Magdeburg, gegen Magdeburg, Oberwart, St. Plöten und Amstetten haben wir ein Freundschaftsspiel. Ich überlege gerade, ein Freundschaftsspiel abzusagen. Kann ich das Freundschaftsspiel absagen? Ist ausgegraut, what the fuck? Kann kein... Doch, das gegen Amstetten kann ich absagen. Und dann könnten wir gegeneinander ein Freundschaftsspiel machen. Ich werde so reinkacken. Das ist das Einzige, was ich auch absagen machen kann. Okay, Montag, 24. Muss ich dann aber nicht auch irgendwas absagen? Keinen Plan von der Verteidigung. Null Plan. Aber Böller einfach mal rein. Ich denke, das ist in Ordnung. Anderen Gegner wählen. Vereine. Shit.
Ja, nee, ich hab nur... Kann ich das denn jetzt also, machen? Also, es ist halt immer schwierig, oft zu streamen, aber wenn ich gerade Zeit habe, streame ich halt einfach. Also, da gibt's jetzt keine Regelung bei mir. Filter, wie mache ich das also, denn jetzt? Also, die speichert sich ja automatisch, die Aufstellung und so, ne? Ja. Was kann ich jetzt hier aber noch ändern? Irgendwie Taktik oder so. Wo ist denn Deutschland jetzt? Komm, Germany ist es nicht. Deutschland. Zack. Du bist bei Fürth, ne? Oh ja, hier. Warte, wie wähle ich denn das jetzt aus dafür? Hä? Mann. Anderen Gegner wählen habe ich doch gerade gemacht. Ich will Fürth wählen. Ja. Wie kann ich... Kann ich das nicht machen? Also wir probieren jetzt mal ein bisschen hier so. Ich weiß nicht, wie ich dir genau jetzt eine Freundschaftsspielanfrage schicken kann, aber liegt wahrscheinlich, vielleicht. Freundschaftsspiel, neuer Plan. Ja, ich will ein neues Freundschaftsspiel planen, aber ich will nicht gegen Amstetten, sondern ich will gegen Fürth, aber ich weiß nicht, wie ich dich auswählen kann. Ja, ich guck gleich auch nochmal. Also ich hab keinen Plan. Also wie gesagt, wenn jemand was weiß, super gerne. Zocki ist auch wieder da. Hey, holy Herr, ein schönes Wochenende. Ja, danke. Wir haben sogar Ferien, mega nice. Wo gibt's das Spiel? Freundschaftsspiel vorschlagen. Wir haben uns das bei MMOGA gekauft. Hast ich hab dir ein Freundschaftsspiel gerade vorgeschlagen. Ja, das muss ich auf jeden Fall annehmen. Wird wahrscheinlich dann auch, wenn du auf einer klickst, auf E-Mails dann gezeigt. Boah, aber ey, ich bin wirklich so arcaded gerade. Das geht gar nicht klar. Was ist denn da los? So normal. Okay. Ich glaube, ich werde mir auch keine... Warte mal, Posteingang gucke ich mir direkt mal an hier. Ja, du musst oben auf Weiter erstmal klicken und damit das neu reinkommt. Ach so, echt? Ja, zumindest wenn da jetzt noch nichts bei dir ist, wieder neu, dann. Das ist ja dann immer so eine gelbe Zahl, so Benachrichtigung von wegen, okay, im Posteingang ist was. Das führt was? Hm? Ich verstehe es gerade nicht so richtig, wie was hier abgeht. Ja, wir haben das Spiel bei MMOGA gekauft, ja. Oder? War das schon das, ne? Und muss ich da erst was bauen? Ich hab keine Ahnung. Egal, ich mach's. So, jetzt da. So. So, jetzt habe ich es dir, glaube ich, vorgeschlagen erst. Hast du sicher? Ja, also du musst. Drück mal auf Weiter, dann müsste das kommen. Okay, ich drücke auf Fortfahren. Einführung zum Mannschaftsgefüge, ja, das. Ja, das habe ich. Fürth hat die Einigung zum Freundschaftsspiel abgelehnt. Ich habe gar nichts gemacht. Fürths Kalender ist zu voll, um noch ein Freundschaftsspiel auszutragen. Was? Ja, da muss ich auch was. Geh mal auf Terminplan. Und. Wo? Auf der linken Seite. Ja, Terminplan, ja. Ja. Und mach mal das letzte Freundschaftsspiel, das letzte Spiel vor dem Zweitbundesligaspiel. Mhm. Drück da mal drauf und unten rechts steht da ein Freundschaftsspiel absagen. Dann müsstest du auch. Hab ich da auf den Club gekickt, ja. Dann müsstest du auch irgendwie drei Freundschaftsspiele nur noch haben statt vier.
Also ja, ich hatte 5. Echt? Krass. Ich kann auch 2 absagen. Keine Ahnung. Soll ich? Ist mir egal. Wann ist denn dann dein letztes Freundschaftsspiel? 17.07. Das wär, meins ist 18.07. Das, ja, dann sage ich das auch ab. Ja, dann sage ich das auch ab. Kenn ich nix. Okay, dann mache ich ein neues Freundschaftsspiel. Machst du? Ja, ich versuche. Also das heißt, du hast nach dem, ab wann hast du quasi frei? Ab dem 12. 12. ist mein letztes. 12. ist dein letztes? Ich hab am 8., 15. und 18. Ich hab nach dir quasi dann noch 2 Freundschaftsspiele. Ja. Oh Mann, okay, egal. Ja, du kannst ja auch später, ich hab keine Ahnung. So, jetzt will ich nochmal Fürth. Freundschaftsspiel vorschlagen. Bestätigen. So, hab den Freundschaftsspiel vorgeschlagen und ich habe auf Fortfahren gedrückt. Okay, Fortfahren. Ich hoffe, die nehmen jetzt an. Ich habe das anscheinend nicht entscheiden dürfen. Fürth hat die Einladung zum Freundschaftsspiel angenommen. Nice. Mir steht da noch wartet, hä? Da richtig top aktuell hier. Ich muss nochmal auf Fortfahren drücken. Ich habe scheinbar quasi die Nachricht da nochmal bekommen, dass du es angenommen hast. Ja, nice. Was mir einfällt, ich muss unbedingt Positionstraining gleich erstmal einstellen bei mir. Zusammenfassung, Jan und Duplus trifft mit den Medien aufeinander. Okay, Pressekonferenz im Stadion. Sie stehen als neuer Braunschweig-Trainer vor ihrer Presse. Ja, vor Jahren schon geträumt. Okay, dann gucken wir mal. Ja. Dann gehen wir nochmal hier auf Taktiken, dann müssen wir ein bisschen hier was ändern. Mit gerade mal 20 Jahren den Schritt ins Trainergeschäft gewagt. Ja, ich weiß, krass. Kein Problem. Nein, das Alter, spielt keine Rolle. So, das ist quasi immer die oberste Antwort, aber das sind immer die besten. Also wann ist jetzt unser Spiel gegeneinander? Unser Spiel ist am 22.07. Okay. Wir haben den. Und ich habe 3. Okay. 3 Spiele habe ich davor noch. Zusammenfassung der Ratschläge. Maximilian Sauer. Ja, der kann auf jeden Fall auch mit hoch. Dominik Franke. Der Typ war voll kacke, ne? Den wollte ich verkaufen. Ja. Kann unbedingt zur Liste der. Dominik Franke, kein Bock auf den. Genau, Training wollte ich. Ja. Training muss ich auch gleich mal machen, aber ich mache jetzt hier nochmal weiter. Das hat er ja dann schon. Ja, okay. Offensiver Mittelfeldspieler, inverser Außenstürmer. Training. Wie macht man das jetzt wieder? So, Hochscheid, bei dem dasselbe. Training. Wie macht man das? Wie macht man was? Training. Da kannst halt auf. Also, entweder kannst halt direkt bei den Spielern, wenn du auf die Spieler draufklickst, in der Taktik da beim Training was einstellen, oder du gehst halt auf Training und dann kannst du oben aufs Team gehen. Kannst du quasi das ganze Team sagen, okay, den Fokus okay auf das und das. Ich mach den eigentlich meistens immer ausgeglichen. Die Intensität kannst du aber in der Vorbereitung höher stellen, habe ich es auch gemacht und. Ja, das individuelle Training lasse ich eigentlich fast alles vom Co-Trainer machen. Okay, so. Dann gucken wir mal. Boland.
Was hat denn der hier für ein Spielstil überhaupt? Zurückgezogener Spielmacher soll er spielen. Okay, dann soll er das auch trainieren. Aber irgendwie dauert das ultra lange, bis die sowas tatsächlich verbessern. Gibt es ein Patch für das Spiel? Ja, eigentlich schon. Aber also so mit Logo-Zeugs und so weiter, aber das haben wir nicht. Ich habe es versucht bei mir, aber das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Leider. Für die Freundschaftsspiele kann ich die jetzt erstmal hier alle reinziehen. Das ist erstmal nicht ganz so wichtig. Später mal. Wobei. Nicht, dass ich nicht genug Platz habe. Für die Spiele, die wirklich spielen sollen. Christian und Niemann auf jeden Fall nochmal. Hoffmann kann auch mit drauf. Und. Ja, GSG auch. So, perfekt. Ich drücke auf Fortfahren. Spiel endlich. Ja, wir spielen doch schon die ganze Zeit. Das ja, gehört ja zum Spiel nicht, ja, mit eben, dazu. Das ist ja Football Manager. Wir müssen unser Spiel ja, wir müssen das ja managen quasi, das ganze Team. Da, also wenn wir jetzt einfach nur das Spiel machen würden, da oder direkt dahin gehen, dann würde das Team quasi ohne richtig eingespielt zu sein, da alles Mögliche machen. Ich füge übrigens mal die zweite Taktik auch schon hinzu. Bei mir geht das jetzt gerade alles noch ein bisschen schneller als bei Mike, weil ich halt, wie gesagt, mit Braunschweig schon mal was gespielt hatte und schon Taktiken auch abgespeichert habe. Das heißt, das muss ich alles gar nicht neu erstellen, sondern ich muss die Spiele einfach nur draufstellen und so weiter. Und ja, es wird sich später draufstellen. seinen Job ganz gut gemacht hat. Ja, wie gesagt, also ihr könnt gerne bei mir vorbeischauen und mir Tipps geben und mir sagen, wie ich das mache. Aber welcher Club? Ich bin bei Eintracht Braunschweig und Mike ist bei Fürth. Kommt das jetzt öfters? Hatten wir schon vor, ne? Ja. Ja, Micha, wenn du, deswegen habe ich dich ja heute gefragt, du hättest gerne mitmachen können. Auch, aber ja. Also wie viele Freundschaftsspiele hast du jetzt insgesamt? Hast du jetzt auch insgesamt 4 oder hast du 3 oder wie? Oder was? Nee, jetzt habe ich 3. Okay. Oder? Nee, 3, 4, ich habe keine Ahnung. Warum kein Eigencheck? Weil, da haben jetzt schon ganz viele gefragt, weil das hat bei mir irgendwie nicht so richtig funktioniert mit dem Pack. Aber das hole ich auf jeden Fall nochmal nach für den nächsten Stream. Zusammenfassung. Ja. Zack. Süle bestätigt. Ja. Perfekt. Ich kann nochmal auf Fortfahren drücken. Mach ich auch gleich. Ich guck nur nochmal jetzt rein. Ne, jetzt habe ich insgesamt 4, ja. 4 habe ich. Perfekt. Ja, das ist irgendwie gerade bei mir wirklich. Heute hat es richtig angefangen mit dem Schnupfen, habe ich das Gefühl. Perfekt zum Stream. So, das nochmal warten, fortfahren. Ich kann direkt weiter vorfahren, also bei mir ist gerade nichts. Was sind wir denn überhaupt? Muss irgendwas besprechen. Das Transferfenster öffnet gleich. Aber kaufen will ich eigentlich nichts. Dann mache ich auch gleich die Spielerbilder mit. Ja. Ja, genau. Also, so ein paar Sachen irgendwie habe ich auch schon. Also, ein paar Logos und so sind ja schon, weil es, wie gesagt, ich habe das schon einmal probiert. Das hat nur teilweise funktioniert. Also, zum Beispiel das zweite Bundesliga-Logo wäre, glaube ich, sonst nicht gewesen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und von manchen Vereinen, das sieht man jetzt hier jetzt gerade nicht, aber hat man bestimmt schon gesehen. Von manchen ist das originale Logo aus der zweiten Bundesliga, von keinem. Aber das ist irgendwie, ja, keine Ahnung warum. Das ist irgendwie. Wie das ist, irgendwie, weiß ich nicht. Okay, Spiele gegeneinander. Wir haben
quasi trainieren wir beide in derselben Liga parallel, quasi in einem Spielstand zwei verschiedene Vereine und wir spielen natürlich in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga auch gegeneinander, aber halt auch jetzt am Anfang gleich in einem Freundschaftsspiel, wobei gleich relativ ist, das dauert noch ein bisschen, aber ja. 5 neue E-Mails vor Saisonstart. Teams unter der Lupe nehmen. St. Pauli laut Medium-Tipp auf Platz 9. Verträge laufen aus. Ja, das machen wir später irgendwann. Ja, bei mir auch übel viel. Ja, das mache ich jetzt aber nicht. Das kommt später irgendwann. Da hat man noch ganz viel Zeit. Das habe ich, glaube ich, erst im Wintertransfer oder so gemacht. Echt? Okay. Jugendverträge auch, das ist auch egal. Dann drücken wir weiterhin fortfahren. Ja, also ich habe sowieso tatsächlich, also ich habe mein Transferbudget liegt bei 300.000. Weißt du, wie viel du hast? Also ich habe sowieso nicht vor, irgendwas zu kaufen. Bei der Startseite auf der rechten Seite ist einmal so ein Tab von Finanzen und Gehalt, da steht das Transferbudget auch. Also ich habe Gehaltsbudget von 241.000 und Transferbudget von 300.000 und ich bin meiner Meinung nach eigentlich so relativ zufrieden. Ich habe 100.000 Transferbudget und 218.000 Gehalt. Oh. Ja. Also noch ein bisschen weniger als ich. Was für ein Ziel hast du eigentlich? Ich? Ja. Wie, was für ein Ziel? Mein eigenes oder was mir vorgeschrieben wurde? Was dir vorgeschrieben wurde. Zweite Runde DFB erreichen. Ja, das habe ich auch. Und Mittelfeldplatz belegen. Ah, okay. Nichts Besonderes. Ja, bei mir ist obere Tabellenhälfte mein Ziel. Ja, für das einfach kacke. Habe ich nicht gesagt, nein, habe ich nicht gesagt. Wichtige Termine im Juli. Ja, richtig viel Wichtiges. Ich habe einmal englische Woche sogar. Das erste Spiel. Du hast jetzt schon dein erstes Spiel? 1. Juli, ja. Krass, okay. Bei mir ist erst am 8. Was muss ich jetzt machen? Du musst quasi... einfach oben rechts immer auf weiter drücken und dann kommst du immer zu verschiedenen Bildschirmen und so weiter und einfach auf rechts immer weiter drücken, dann kommst du immer weiter. Einfach fortfahren. Und dann musst du gleich mal gucken, das kann ich gleich bei dir auch sehen, wie du am besten, du kannst da Standardtransfer. Du kannst da verschieden, also einmal auswählen, ob du das ganze Spiel sehen willst oder nur Highlights und wie schnell das abgespielt werden soll und so weiter. Och und Gott. Da kann ich dann gleich sagen, wenn ich das dann bei dir auch selber sehe, auf was du das einstellen musst, damit das alles nicht zu lang dauert, aber man selber halt im Spiel noch drauf eingreifen kann und so taktisch reagieren kann. Mhm. Wann spielst du eigentlich? Ich spiele die ganze Zeit quasi, das ist halt das Spiel, aber wann wir tatsächlich das erste Fußballspiel haben, ist am 8. Juli und Mike hat jetzt sein erstes. Währenddessen muss ich halt hier gerade noch ein bisschen warten. Also nicht warten, aber ich... Ja. Ich kann schon mal ein paar... Eigentlich hier... spielen lassen. Dabei. Scheiß auf U19, Fitnessbericht. Braunschweig Verletzungsbericht. Teambesprechung. Stellen Sie sich dem Kader vor, mache ich gerne. Spielst du gerade schon? Bist du schon dabei? Nee. Oder musst du? Muss noch irgendwie Teambesprechung machen. Ah, ich bin jetzt auch gerade dabei in der Teambesprechung. Sieht sehr interessant aus. Ja, ist auch interessant, aber ich muss mich noch sehr reinfinden, also ja. So, okay, ich bin schon fertig mit der Teambesprechung. Bei dir haben welche negativ reagiert. Ja. Uiuiui. Bis wann geht das Stream? Ja, keine Ahnung. Solange wir Bock haben, also kann gut auch irgendwie mehrere Stunden gehen. Also Leute,
Ihr könnt gerne jetzt alle mal in meinen Stream, weil ich spiele jetzt gleich und Jan macht gar nichts quasi in der Zeit. Naja, nicht gar nichts, aber ja, aber ja, wenig. Also wer jetzt ein Spiel sehen will gleich, der kann mal bei mir reingucken. Ganz genau. Kann was. Ja, den verleihen wir, ja. Mache ich. Anmeldezeit. Ja, Spielermeldung kann ich gerne machen. Also, ich habe schon auf weiter gedrückt. Ja, will endlich das erste Spiel machen. So eineinhalb Stunden vor. Ja, das kommt nur mal drauf an, wenn irgendwie was passiert. So, jetzt steht bei mir rechts oben Spielvorschau. Ja, genau. Muss ich einfach draufklicken, ne? Ob ich da zuschauen kann, weiß ich gar nicht. Wir können das gleich mal schauen, was man da alles machen kann. Ja, kann ja beim Stream einfach zugucken. Ist ja... Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Aber du hast ja meinen Stream auch offen. Also ich muss jetzt einfach auf Spielvorschau drücken, ne? Ja, genau, einfach oben rechts immer weiter und dann kannst du halt in den verschiedenen Tabs, die da kommen, kannst du irgendwie noch was einstellen, wenn du was einstellen willst. Wie heißt der Kanal? Einfach in der Videobeschreibung, Mike Let's Play ist auch verlinkt. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Kann auch nochmal reinschreiben. Ah, tipptopp. der ist verletzt. Ja, das ist nicht geil. Und solange Mike damit dabei ist, hier haben wir die Angebote und so. Und noch nicht spielt, werde ich auf jeden Fall. Ach genau, das habe ich schon eingestellt. Mal, auch schon. Das wird. Aber ich Kapitän will ich nicht, aber Standardsituation. Zum Spiel muss ich jetzt, ne? Also. Ja genau, genau. Dann musst du dir gleich sagen, was du da einstellen musst, damit die richtige Spielgeschwindigkeit und so auch da ist. Ach so, dann habe ich jetzt. Das ist eine Steam-Version, ja, genau, das ist bei Steam aktiviert. Salim Kilifi. Ja, das. Rechter Fuß von der linken Seite, das glaube ich besser, oder? Ach, die kann ich so hochziehen, lel. Okay, pass auf, dann klatschen wir die einfach dahin. Eigentlich eh egal. Okay. Dann drücken wir zum Spiel. Bereit zum Spielen? Ja, ich denke schon. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das jetzt enden wird, Leute. Oh. Spieler machen sich gerade warm. Bitte einen Moment Geduld. Aktuelle Spielstände. Ich kann tatsächlich zuschauen. Glaube ich zumindest. Okay, was muss ich jetzt machen? Muss ich irgendwas drücken? Genau, du musst, warte. Genau, live erweiterte, das ist aber bei mir, glaube ich, schon so eingestellt, wie ich das habe. Also, zumindest bei mir. Wenn du rechts auf dieses Zahnrad gehst, ne? Ja, hier, ja. Dann musst bei live anzeigen, erweiterte Highlights. Und dann musst du auf etwas schneller und Spielgeschwindigkeit zwischen den Highlights auf schnell. Also erweiterte Highlights? Genau, erweiterte Highlights und dann auf etwas schnell und das da drunter auf schnell. Etwas schneller, ja gut. Hier etwas schneller. Und da drunter auf unten schnell. Auf schnell, okay. Sehr schnell, nee, schnell, hier. So. Ton lassen wir mal an. Ansonsten nichts umstellen. Genau, sonst nichts umstellen. Und dann hast du quasi alles, wie es richtig eingestellt ist. Ja, dann Anstoß. Let's go. So. Ich hoffe, hier geht was. Wir gucken uns das mal an, Leute. Also, du hast halt quasi oben links, kannst halt auf verschiedene Sachen umzustellen und auswechseln. Ja, genau, kannst du wechseln und so weiter und Taktik umstellen und so weiter. Ganz genau. Und, da ist schon das erste Tor. Was zum Hell?
Lass mich das Spiel noch sprechen, ja, das ist jetzt zu spät, sorry. So, währenddessen hier das Spiel läuft. Also für alle, wenn ich weiß nicht, auf deinem Kanal sieht man es auch jetzt, ne? Man sieht es ein bisschen, aber ich wollte jetzt eigentlich gerade. Also ihr könnt, wie wieder gesagt, zurückgehen. Genau, also ihr könnt jetzt gerade da weiter schauen und ich wollte nämlich gerade bei mir selber nochmal was umstellen. Währenddessen, wir schauen gleich nochmal selber auch hier ins Spiel rein, aber ihr könnt gerne einfach auch bei Mike auf dem Kanal gerade das Spiel schauen. Die aktuellen Spielstände können wir hier auch immer mit einsehen. 1:0 jetzt gerade da schon. Ah, finde ich cool, dass man das zuschauen kann. Wusste ich nicht. Das finde ich cool. Ging, glaube ich, früher nicht. Was soll ich gerade nochmal einstellen? Ja, lass das mal genau. So. Komm. Flügelverteidiger. 2:0. Nice. Nadei. Der nächste Treffer. Wer sich jetzt fragt, wovon ich laber, auf meinem Kanal ist schon das erste Spiel. Ist in der Videobeschreibung von Jans Stream. Mega nice. Ist das die Demo? Ne, das ist nicht die Demo. Ganz normal. Flügelverteidiger, so. Falzwick muss auch. Oh nein. Oh, Torwart hat gehalten. Innenverteidiger nice. Trainieren. Jetzt das mal kritisch. Kommen hier die Gegner mit dem 2:1. Lel. Hier geht's ja richtig ab. Das vorgeschobene Spielmacher, oder? Was spielt der? Vorgeschobene Spielmacher? Ja. Okay, ich habe bei mir jetzt. Also, ich bin quasi auch bereit für das erste Spiel. Wie sieht es bei mir beim Training aus? Das ist gut. Also, steht bei mir 2:1 für die Leute, die nicht bei mir zugucken. Und bisher gibt es jetzt keine Highlights. Onur, danke sehr. So, wir schauen jetzt selber auch nochmal im Stadion vorbei, wie es da jetzt gerade aussieht. Noch nicht so prickeln. Naja, 2:1 immerhin. Ja. 24. Minute, 8:2 Schüsse, also du bist auf jeden Fall die beste Mannschaft. Ich habe das bei mir in meiner Karriere auch. Irgendwie so, dass es ultra lang dauert teilweise, bis in nächste Szene kommen, ne? Ja, nee, also das kann das natürlich nicht. Auch. Aber das kann man theoretisch auch noch schneller einstellen. Also Spielgeschwindigkeit ja, zwischen den Highlights können wir auch auf sehr schnell stellen. Also ich hätte das bei mir jetzt gerade auf sehr schnell gestellt. Ich weiß nicht, ob das bei dir das jetzt auch quasi dadurch verändert. Jetzt kommt eine Szene von den Gästen. Oh nein. Oh nein. Aber du hast den Ball doch zurückgeholt. Ja, komm. Nach vorne, Jungs. So, ihr könnt das Spiel jetzt sehen. Konter. Währenddessen, Caligiuri. Das in FIFA 18 oder Pro Evo integrieren. Ja, das wäre echt geil, wenn man diese ganzen Funktionen. Ernst? Oh, Tor! Okay, währenddessen ihr das Spiel jetzt hier weitersehen könnt, werde ich jetzt mir schnell Training holen. Training, genau. Werde ich mir was zu trinken holen und dann ist gleich auch mein Spiel dran. Leute, 3:1. Mega nice. Sind auf jeden Fall in Führung. Ich hoffe, wir gewinnen unser erstes Spiel hier. Ich hoffe, ich habe relativ alles richtig gemacht. Ich bin mal gespannt, nachher geht es an das Spiel gegen Jan, wie es da ausgeht. Das Spiel freue ich mich auf jeden Fall. Also wie gesagt, nochmal die Einladung, ihr könnt auf meinen Kanal gehen und euch das hier angucken. Aber ihr könnt, ach stimmt, ihr könnt es ja bei Jan gerade auch sehen. Komm, wir brauchen vor der Halbzeit jetzt keinen Gegentreffer, das muss nicht sein. Jawohl, Ball geholt. Nadei, auf Ernst, jawohl, 4:1. Jetzt, Mann. Ein bisschen Stimmung reinbringen, Leute. Sauber. Komm, das ist noch immer nicht die erste Halbzeit. Jetzt um 4:1. Mega geil. Steht schon 4:1. Ja. Krasser Scheiß. Geht richtig ab hier. Sebastian Ernst hat einen Schlag abbekommen. Echt?
Nein. Stand bei mir gerade. Hallo Jan, wann kommt wieder FIFA-Torwart-Karriere? Morgen kommt wieder FIFA-Torwart-Karriere. Bei mir kommt's ja Montag. Spielst du in deiner Freizeit auch Fußball? Ja, ich spiele in meiner Freizeit auch Fußball. So. Komm, vor der Halbzeit. Nadai. Die Flanke in die Mitte. Oh. Boah, geh nochmal zurück. Würde ich zumindest gerne. So. Geht's ja richtig ab. Ecke. Ah, ah genau, wo wurde ich gerade. Also, genau, aktuelle Spielstände. Heichi-Check. Ah, die sind eigentlich geklärt. In der zweiten Bundesliga relativ spannender. Egal, so lange schauen wir bei dem Spiel noch zu. Die erste Halbzeit sollte jetzt rum sein. Hey, cool. Selbst in deinem Chat ist abgezockt bei mir rot markiert. Ist das bei dir auch rot markiert? Oh, nee. Nee? Okay, dann ist es nur bei mir so. Boah, der war richtig knapp hier nochmal. Schau mal auf Insta nach. Was soll ich auf Insta nachschauen? Oh, hat er mir sogar bei WhatsApp auch geschrieben. Auf Steam? Gibt's das Spiel nicht. Ihr müsst euch das irgendwo kaufen. Wir haben es MMOGA gekauft. Genau, weil es eigentlich ist es in Deutschland das Spiel nicht verfügbar. Und wenn man das trotzdem haben will, muss man das halt über einen Keystore und so kaufen. Und man kann es aber ganz normal bei so eine Teamansprache. Natürlich leidenschaftlich. Ich mache eigentlich immer das, was der Co-Trainer mir vorschlägt und so weiter. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ein paar Spieler reagieren negativ, was sollen die da schreiben? Was, du führst 4-1 oder was sagst du denen, dass da irgendwas... Digga, was machst du? Ich muss nur üben, Leute. Sorry. Ah, mein Instagram lädt gerade nicht, was ist da los? Bei der Halbzeit spielen, let's go. Also mit den Ansagen, da komme ich noch nicht gut an, ne? Was soll ich denn bei Instagram nachschauen? Was ist bei Instagram? Bei mir wird nichts angezeigt. Schön geklärt, wüsste nicht, was ich nachschauen soll. Aber es kann auch gut... mein Feed hat doch ultra lang nicht mehr IG-Check, Freistoß. Nadai und Caligiuri. Feed konnte nicht aktualisiert werden. Vor 53 Minuten hat mein Feed das letzte Mal aktualisiert bei Instagram. Irgendwas sehe ich gerade nicht, was ich sehen soll, scheinbar. Ah, das gibt's doch nicht. Das ist ein Skandal. Kommen die Gegner wieder? Ich weiß immer, gegen wen ich spiele. Was ist denn das für eine Mannschaft? Alter Pfostenschuss. Das war ja richtig. Egal, ihr könnt mir gerne schreiben, was ich gerade verpasse auf Instagram. Ja, wieso? Ernst ist verletzt. Fuck, was? Ja, fuck. Ich will mal gucken, was du, gegen was für eine Mannschaft du hier gerade überhaupt spielst. Außer Slowakei. Die spielen aber Euroleague, Alter. Gegen die du gerade spielst. Ja, scheinbar schon. Stört die so oder was? Was ist denn das? Lel. Oh nein. Alter, der paced richtig los. Und er schießt neben das Tor zum Glück. Oh. Richtig knapp. Kommt das noch in Deutschland raus? Ich bin mir nicht sicher, ob das noch in Deutschland rauskommt. Also das Spiel ist ja schon relativ lange draußen, sag ich mal so. Ich glaube, seit auch ungefähr so wie FIFA rauskommt, kommt das auch immer raus. Ah, scheiße. Handy oder WLAN? Ja, ich mache ihn mal wirklich. Gibt schon wieder einen Konter für die Gegner. Wir müssen die Taktik hier ein bisschen verändern jetzt. Ah ne, wir kriegen den Ball hier, schön, aber ich muss du hast, mal. Ich meine, du hast 16 zu 4 Schüsse. Ballbesitz geht so. Ich bin echt mal gespannt, wie wir gegeneinander spielen. Aber ich meine, du musst sehen, die ganzen haben noch keine Spielpraxis und so weiter. Das dauert halt alles noch so ein bisschen. Also, ich meine, dafür ist es schon eigentlich mega krass. Ah, jetzt. Jetzt hat's aktualisiert. Ursohn, komm. Ja, was? Setzt er die Grätsche an, die Flanke auf Aicicek! War ja ein Schuss vom Feinsten, aber... auch knapp. Komm. Schuss! Langsam soll es... Boah, so Bildschirme übereinander will ich auch... Boah, das ist so ultra sick. Ich hab ja schon einmal gewechselt, soll ich nochmal wechseln? Sehr gerne. Wir wechseln. Wirkt sehr abwesend, ja perfekt.
So einen Spieler brauche ich auf jeden Fall. Ich habe meine Bildschirme, meine beiden Bildschirme nebeneinander, aber so ein Bildschirm über einen anderen Bildschirm, das sieht ultra geil aus, aber das geht bei mir irgendwie nicht. Also, was heißt irgendwie, aber nee, das geht halt nicht bei mir. Kann ich das nicht machen. Wen tun wir da jetzt einwechseln, ist die Frage. Das weiß ich nicht. Das ist jetzt echt schwierig. Echt gut. Ja, da tun wir einfach mal ihn hier rein. Und für den anderen Abwesenden einfach mal hier. Komm, passt schon. Machen wir nochmal zwei Wechsel hier. Also das ist echt der Hammer. Meine schön, das war ja richtig gut. Die Mannschaft ist ja bombastisch. Ich kann eigentlich, währenddessen wir jetzt gerade da sind, kann ich eigentlich so umschalten. Ich weiß, die Grafiken sind immer noch nicht aktualisiert. Knapp, Alter. Ah, wie der denn weckt. Vor allem hier sind fast keine Fans. Das ist richtig geil. Mm. Das ist cool. Ja, ja, das ist immer eine Vorbereitung. Du kannst auch, man sieht dann auch immer wirklich immer, wie viele Fans da sind und so weiter und viele Tickets verkauft wurden und das Geld und so, die Stars, Pipo. Das Money. Und dann sieht man auch, welche Spiele im Fernsehen übertragen werden und welche nicht. Da bekommt man so Bescheid. Deine Facecam ist ja gerade richtig geil. Ja, ich habe es gerade bei mir umgestellt, einfach auf größer gemacht, weil solange jetzt gerade nichts passiert und so. Also, was heißt nichts passiert, aber. Aber bei mir passiert ja was. Ja, bei dir passiert was. Bei mir geht's ja richtig ab. 4-1. Warum sind meine halbe Mannschaft ist abwesend? Was ist denn mit denen? Du kannst so, so schnell zu den Spielern irgendwie sprechen und dann kannst du irgendwie so Konzentration oder so weiter. Weil die führen halt jetzt schon zu der Minute, führen die halt schon so hoch und dann sind die manchmal abwesend, deswegen. Ja, ich mach mal hier Konzentration. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so schlimm. Wir haben hier 86. Nicht schlecht. Nice. Er hat gesessen. Hat. So. Alter, du hast 24 Schüsse, das ist krass, das ist echt ein krasses Spiel. Kommt da noch was von den Gegnern? Das ist hier die letzte Chance wahrscheinlich. Verteidiger machen das ja richtig gut hier. Das war's! 5-1! Tipptopp. Kannst nicht sagen. So, dann habe ich jetzt bald mein Spiel. Also dauert noch ein bisschen, noch eine Woche, aber da passiert eigentlich nicht so viel. Da müssen wir eigentlich beide relativ schnell vorspulen können, beide Male. So. Spieltag verlassen. Perfekt, das war mega, mega cool. 5-1. Das ist auf jeden Fall geil. Ich kann Spielerbilder und Wappen runterladen. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass das geht. Haben ja schon viele geschrieben heute. So, fortfahren drücken. Naray mit 3 Toren. Spielt, also das hat mir gefallen. Wenn das so weitergehen würde, wäre das ganz gut. Ja, mal schauen, wie mein Spiel jetzt gleich wird. Ernst ist verletzt für 6-9 Tage. Ja, geht noch. Ich meine, da muss dann erstmal, ich meine, wann 5, hast du das 1, erste Spiel? 8er, glaube ich. Was? Bis dahin habe ich schon wieder 2. Was? Wie viele Spiele hast du denn? Hä? Ja, ich habe 4, auch wie du. Ja, aber... Ich habe jetzt am 5. oder 6. glaube ich, am 5. 5. habe ich noch ein Spiel. Und am 8. dann auch noch eins. Ah, du hast... Okay, Alter, krass. Lel.
Naja, so lange können wir, aber bis jetzt können wir ja einfach die ganze Zeit auf Fortfahren drücken. Zumindest bei mir. Bei mir passiert gerade nichts. Ja, bei mir passiert gerade auch nichts. Okay, aber ein 5 zu 1 erstmal so reinzustarten, erstmal so mit komplett selbst ausgedachter Taktik und so, scheint schon mal nichts groß Falsches eingestellt zu haben. So. Nicht schlecht. So, meine U19 hat verloren. Trainingsratschläge. Ich spiel gegen Blau-Weiß-Linz jetzt, alles klar. Nee, das will ich nicht machen. Posteingang, was haben wir denn hier? Trainingsbericht, ziemlich gut ausgefallen. Alter, ich bin so gespannt aufs Spiel gegeneinander. Ach, Mann. Okay. Ja, einfach weiter. Ja, bei mir geht's auch weiter. Guckst du heute Abend Deutschland gegen Spanien? Wird das irgendwo übertragen? Ja, das wollte ich ZDF gerade fragen. Oder so? Also wenn es übertragen wird, so ZDF, ARD, dann auf jeden Fall. Ja, dann guck ich das auch. Leihangebot, das... Ah, aua, fuck. Was machst du? Mein Daumen hat geknackt. So, okay, Canvas ist verliehen. Bestätigt Braunschweig, so okay, mit neuen Mitarbeiter, das ist immer schön. Fortfahren drücken. Das heißt, du hast jetzt am 4. wieder ein Spiel? Am 5. Am 5., okay. 5. und am 8. und dann halt das okay, gegen ARD. Dich. Kommt auf ARD, okay. Jetzt? Okay, ja, dann, ja, auf jeden Fall. Dann werde ich das irgendwie über ARD Livestream gucken. Weil ich habe, also ich habe zwar einen Fernseher, aber ich habe halt also keinen Anschluss oder so, wo ich gucken kann in meiner neuen Wohnung. Spieltaktik auf Angriffsspiel. Auf jeden Fall. Scout-Meeting. Oh. Aber das Scout-Meeting will ich eigentlich während deinem Spiel eigentlich erst machen. Das heißt, da muss ich da jetzt eine Antwort machen bei dem. Ah ne, das hier muss ich machen. Was ist das? Achso, Trainingslager. Autoauswahl inklusive jungen Talenten. Ja, das mache ich. Gut, fortfahren. Das heißt, gleich wenn Mike spielt, haben wir ganz viel interessantes Zeug, wo wir schauen können, was unsere Scouts geguckt haben. Oder guckst du gerade selber bei Scout, beim Scout-Bericht rein? Nö. Hast schon wieder eine neue Haarfarbe. Ja, seit gestern. 3,5 Stunden hat es gedauert von dem teilweise gefärbten Schwarz zu wieder diesem Blond. Aber sieht diesmal besser aus. Also diesmal, wie gesagt, hat es auch ein Friseur gemacht und nicht eine Freundin von mir. Und das hat dann auch besser geklappt. Man sollte zu den Profis gehen. Ingo Haas, Alter, wer ist Ingo Haas, Alter? Achso, der. Ich bin begeistert. Ja, bin ich begeistert. Haas ist 15 Jahre. Zukunft. Transferpolitik, nein, darüber äußere ich mich nicht. So, fortfahren, komm, wir müssen vorankommen. Ich will heute noch in die zweite Bundesliga reinschalten. Ich muss auch, warte, ich guck gleich. Das mache ich aber auch, wenn während du spielst. Gibt so viel, was ich gleich gucken will, Leute. Also es wird nicht unspannend. Wir haben gleich das Scout-Meeting. Wobei, wie gesagt, eigentlich will ich keine neuen Verpflichtungen. Dafür habe ich ja eh kein Geld. Und dann will ich gleich mal schauen. Braunschweig auswärts zusammenstellen. Ist hier nicht. Alles. Und dann Spielvorbereitung, das geht immer besser, perfekt, fortfahren. Und dann gleich mal schauen, wann wir in der zweiten Bundesliga auch gegen Fürth spielen, wann wir da das erste Mal aufeinander treffen. Das habe ich schon vorhin geguckt. Ja? Weißt du das noch? Also es dauert schon ein bisschen, aber es ist gar nicht so lang hin. Ich weiß das Datum aber nicht mehr, ne. Es ist... 1, 2, 3.
Der 13. Spieltag und es ist das erste Spiel ist in Braunschweig. Nach dem 13. Spieltag oder nach dem 12. zum 13. Spieltag, da wird sich auf jeden Fall schon gezeigt haben, wo man ungefähr in welcher Tabellenregion man dann tatsächlich spielt, ob man um Aufstieg mitspielt oder so weiter. Das heißt, da sehen wir dann tatsächlich schon, wo es mit den Vereinen hingeht. Und das letzte Spiel von uns beiden, oder? Also du hast doch auch nach unserem Trainingsspiel hast du auch kein Spiel mehr, ne? Nee, dann nicht mehr. Genau. Das heißt, wir haben unser Abschlussspiel vor der zweiten Bundesliga und dann, glaube ich, gibt es zwei Bundesligaspiele und dann ist DFB-Pokal auch schon. Freue mich auch schon drauf. Hey, jetzt ist 6. Juli, was? Hä? Hat er doch gar ein Spiel. Nein, dann war das wahrscheinlich von der U19 oder so ein Spiel. Du musst geh mal auf Terminplan. Ja. Wenn du auf Terminplan bist, wann ist da dein nächstes Spiel? Ja, 12.7. Hä? 12.7. erst, okay, dann habe ich mein nächstes Spiel. Gut, dann mache ich jetzt mein Scout-Meeting vorher. 8.7. doch. 8.7. auch, ja gut, dann haben wir noch parallel das Spiel, ist doch gut. 12.7. doch, ja. Ja, okay, ja, das ist doch perfekt. Hätte ich auch gesagt, aber ich dachte, ich hatte am 5. noch eins. Ja gut, da habe ich mich verguckt. Egal, dann mache ich jetzt mein Scout-Zeug. Okay, der ist zu alt, der ist auch zu alt, der ist auch zu alt. Das habe ich noch gar nicht bei Scout eingestellt. Anweisungen. Generell. Alter. Jung. So. Passengel. Oh, der ist richtig geil. Der könnte richtig gut sein. Aber das sind. Die sind. Oh, Alter, die sind richtig nice. Oh, Alter, so viele richtig gute. Aber wahrscheinlich auch teuer. Ich setze hier unten bei den Sternen, wie viele die haben. Und die sind quasi nicht würdig, dass sie auf 5 Sterne. Das heißt, die sind die Besten der Besten. Sondern, dass die Bewertung nur in der eigenen Mannschaft. Und wenn die 5 Sterne in der eigenen Mannschaft haben, heißt das, dass sie ein Star in der zweiten Bundesliga wären. Und das ist natürlich schon krass. Und das Schwarze heißt, das ist das, was halt quasi, wo die Scouts sich nicht sicher sind, ob der tatsächlich so gut werden kann bei der potenziellen Fähigkeit und bei der jetzigen Fähigkeit, ob er tatsächlich so gut ist. Das heißt, da muss man dann wirklich aufpassen. Aber deswegen würde ich ja immer auf Scouting-Bericht anfordern, um halt noch mehr über die Spieler herauszufinden. Und welche, die mir von Anfang an schon relativ gut gefallen, die mache ich dann auch schon direkt auf die Auswahlliste. Und welche, wo ich sage, okay, da bin ich mir noch nicht so sicher, die packe ich dann noch nicht auf die Auswahlliste. Manche will ich noch nicht mehr scouten. Aber wie gesagt, so richtig kaufen können wir wahrscheinlich eh nichts mit 300.000. Aber manchmal bekommt man hier so ein paar, sind ja zum Beispiel ablösefrei, die mir hier gerade angeboten werden. Aber die sind meistens kacke. Man wird schon Grund haben, weswegen die ablösefrei sind. So. Ja, fortfahren. Meine. So, ich kann auch auf fortfahren drücken. Können wir Folgen davon machen? Also, Folgen werden, glaube ich, relativ langweilig davon oder muss halt ultra viel schneiden und ihr bekommt nicht so viel mit. Also, man reißt dann, glaube ich, dann relativ viel so aus dem Kontext, wenn man das macht. So stelle ich mir das zumindest vor und deswegen ist Livestream da immer besser und wir haben uns auch beide vorgenommen, dass in nächster Zeit relativ, weil wir auch Zeit haben einfach auch, dass in nächster Zeit einfach häufiger mal zu Livestream und dann halt auch ein bisschen länger, weil man muss sich da halt auch wirklich Zeit nehmen, um voranzukommen und dann kommt man aber auch wirklich voran. Also wenn man jetzt nur einmal eine Stunde macht, dann kommt man nicht so weit voran, aber wenn man jetzt zum Beispiel an einem Tag sogar schon 2 Stunden oder 3 Stunden macht, dann kommt man wirklich weit voran, auch wenn es nur irgendwie doppelt so lang ist. Das wird schon mega nice. Warum hast du wieder blonde Haare? Weil mir das einfach richtig gut gefällt, so. Also ich hoffe euch auch, also unter dem Instagram-Post ist auch schon über 1000 Likes wieder, auch mega viele Kommentare, wo eigentlich alle geschrieben haben, dass ihnen die Haarfarbe und die Frisur gefällt, wo ich mich natürlich mega für bedanke. Und ja, generell finde ich auch, sieht das einfach geil aus. So, kannst du auch wieder auf Fortfahren drücken oder bist du gerade beim Transfer dabei, sehe ich gerade. Ich weiß noch nicht, was ich hier machen soll.
Ja, sehen, finde ich auch, sehen besser aus. Also ich fand das mit dem schwarzen Fall das nicht verkehrt. Jetzt waren die einfach, also ich wollte so, ich musste sowieso zum Friseur, weil das viel zu lang war jetzt langsam. Jetzt, der Kontrast ist natürlich viel krasser. Also davor, in einem schwarzen Vorhang und die schwarzen Haare, hat man irgendwie gedacht, ich hätte eine Glatze so mehr oder weniger. Natürlich nicht, nein, aber man hat da fast keinen Unterschied gesehen. Und jetzt einfach, wenn ich jetzt selber so in die Kamera schaue, sieht das, kann ich mal auch ein bisschen größer wieder machen, da sieht das halt so schon viel, viel besser aus einfach. Ja, so soll es sein. Es geht voran, gleich haben wir das erste Spiel gegen Magdeburg. Ein Spiel, was gar nicht so leicht ist für das erste Trainingsspiel, aber die werden wahrscheinlich auch ihr erstes Trainingsspiel haben oder zweites. Aber ich habe eine geile Taktik und wenn die das gut umsetzen, dann. Also ich bin ja nur mega gespannt auf unser Spiel. Ja, das, ich bin auch mega hyped. Aber jetzt, wo du schon 5-1 gewonnen hast, ey, krasser Scheiß. Ja, mal gucken, wie das zweite Spiel jetzt ausgeht. Wenn ich da jetzt wieder 5-1 gewinnen? Also jetzt kritisch für doch, dich, ich will, wie gesagt, das habe ich heute auch schon mehrere Male gesagt, den originalen mit den Spielergesichtern und mit dem Logos will ich unbedingt machen, aber dafür war heute einfach nicht mehr die Zeit. Ich hatte das auch selber schon vorher einmal probiert und das hat bei mir nur nicht so ganz funktioniert. Also ein paar Teams haben tatsächlich ihr originales Logo, aber halt nicht alle und ja. Das ist halt das Problem. So, Briefing übergeben an Co-Trainer. Zack. Ah, ja auch. Das Briefing mache ich nie selber. Ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Top. Wir kennen uns aus. Naja, aber das funktioniert auch nicht. Bis jetzt hat es immer ganz gut funktioniert. Ich habe es in meiner privaten Karriere auch alles so gemacht und ich bin da ziemlich gut. Ich will nicht sagen, wie gut, sonst wird die Erwartungshaltung zu krass, wenn ich das jetzt oder hier ich online, in die Hose. Online nicht schaffe, aber bis jetzt hat sonst alles geklappt. Ja, bei mir steht gerade nichts an, also einfach weiter. So. Wir haben tatsächlich den 8. Juli. Du hast um 13 Uhr dein Spiel? Warte, kann das sein, dass ich. Weiß ich gar nicht. Dass unsere Spieler zu unterschiedlichen Zeiten sind, ein bisschen. Keine Ahnung. Dass ich meins abends habe. Wann hast du dein Spiel? Ich kann es gerade nicht. Warte. Terminplan 15:30. Du hast deins um 13 Uhr, ja. Ich habe meins um 15:30. Geil. Perfekt. Okay, ich habe auf Fortfahren gedrückt. Okay, Spielvorschau. Also ich lade wieder herzlich ein, auf meinen Kanal zu kommen und sich das Spiel mal kurz anzugucken, machst wer Bock drauf hat. Noch NBA-Karriere? Ja, mache ich. Aber wie gesagt, ich habe meine PS4 vergessen in meiner alten Wohnung und die hole ich erst zu Ostern wieder ab und ich habe leider nichts vorproduziert und deswegen gibt es jetzt gerade 2 Wochen lang keine NBA-Karriere. Das tut mir total leid, aber das, boah, sorry, das kommt auf jeden Fall weiter, wenn nach Ostern dann. Aber einfach das. Ich muss mich gerade so häufig muten, einfach weil meine Nase so behindert ist. So. Also so, wie gesagt, ich lade euch ein, auf meinen Kanal zu kommen, euch das anzugucken, denn wir werden jetzt spielen. Let's go, unser zweites Spiel. Das erste haben wir mit 5:1 gewonnen. Ich bin mega gespannt, wie das zweite hier losgeht. Aber mal gucken. Okay, du spielst gegen ein Team aus der ersten österreichischen Bundesliga. Gegen FC Blau-Weiß Linz und die sind letztes Jahr auf Platz 7 gelandet. Ja, könnte machbar sein, mal gucken. NHL habe ich halt nicht, aber ja, genau, habe ich halt nicht und ist mir jetzt auch gerade noch ein bisschen zu viel Geld. Boah. F1 kommt, wenn ich einen Lenkrad habe. Aber ich habe noch kein Lenkrad. Ist mir auch gerade zu viel Geld. Kostet alles so viel. Ich habe gerade. Das ist richtig. Das stimmt.
in andere Sachen investiert. Aber wenn ihr gerne mich unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich mit dem Link, mit dem Spendenlink in der Videobeschreibung machen. Und dann geht das natürlich immer ein bisschen schneller, weil alles, was da reinkommt, gebe ich natürlich alles nur für YouTube-Sachen aus. Und dann kann ich mir natürlich auch ein Lenkrad kaufen und oder NHA und so weiter und so fort. Weil da habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Vor allem aufs Lenkrad, weil dann kann ich auch wieder ETS 2 machen und so weiter. Da habe ich ultra Bock. Ja, das stimmt. Ja. Ja, Leute. Bei uns passiert noch nicht so viel. Alle, die jetzt noch nicht bei mir zugucken, will ich natürlich auch auf dem Laufenden halten. 0-0 bisher. 25 Minuten gespielt. Dann tatsächlich auch eine gelbe Karte. Geil. 4-2 Schüsse. 2 gelbe Karten. Noch was ist denn das? Nichts aufs Tor. Ah, kommt, Leute. Denn los. Die grüne Gurke, danke für das Kompliment. Danke sehr. Ausgeglichener das Spiel als gerade eben. Ja, aber Ball erobert, irgendwie, aber komm, die sind einfach auch krass defensiv eingestellt, kann das sein? Meine auf jeden Fall nicht. Ja, die Gegner. Meine, die pushen nach vorne. Nee, Quali gucke ich eigentlich von der Formel 1 eigentlich nie, aber das Rennen. Das gucke ich mir, glaube ich, an am Sonntag. Abgesehen, live kann ich mir das sowieso nicht anschauen. Also ich muss es leider Gottes in der Wiederholung quasi schauen, weil ich RTL, also ich habe keinen Sky gerade und RTL empfange ich halt nicht live, sondern kann ich nur über die Mediathek gucken. Ich weiß. Jungs, mau. Zeigt was. 3-4 Schüsse. Das auch. Ja, es ist bisher ausgeglichen. Viele gelbe Karten. 3 Stück insgesamt. Ja, noch nicht mal erste Halbzeit. Du bist gerade pausiert, ne? Ach so, bra. Sorry. Hab ich keinen mitgekriegt, geil. Denk so, hä, wann passiert mal wieder was? Das Spiel heißt Football Manager 2018. Kommt. Aber das, was ich schon gehört habe, ist irgendwie im freien Training, dass Hamilton da ziemlich schnell gewesen sein soll. Und vor allem schneller als Sebastian Vettel. Und ich finde ja Vettel eigentlich mega cool. Also Nico Rosberg fand ich auch mega, als der gefahren ist. Aber der fährt ja schon seit einer Saison nicht mehr. Und seitdem bin ich auf jeden Fall auf Vettels Seite. Und ja, das war letzte Saison aber uncool. Die meiste Zeit zumindest. Ecke nochmal vor der Halbzeit hier. Ecke nochmal, der Torwart hat ihn. Normal müsste jetzt Halbzeit sein, ja. Ja, ja. Tja. Komm, zweite Halbzeit starten. Begrüßt wird später. Zweite Halbzeit starten, let's go. Welche Karriere magst du am meisten? Die NBA-Karriere macht mir super viel Spaß, selber beim Spielen. Und ansonsten muss ich tatsächlich sagen, also das Gameplay an sich von der Torwart-Karriere ist, glaube ich, insgesamt das Geilste, weil mir gefällt das eigentlich, also ich bin da irgendwie mega der Fan von, keine Ahnung. Also das finde ich geil. Und ansonsten auf jeden Fall die Pro Evolution Soccer Karrieren. Also das NBA an sich, das komplette Ding, und ansonsten das Gameplay von den Pro Evolution Soccer Karrieren ist, oder, also das...
Ja, das finde ich einfach geil, weil es eine krasse Herausforderung ist und da spiele ich wirklich so, wenn mir denke, okay, krass, da sehe ich selber, was passiert und ja, das macht mir am meisten Spaß. Die Formel 1 kommt gar nicht mehr auf Sky, sondern nur noch auf NTV und RTL. Krass, wusste ich ehrlich nicht. Okay. Ah. Komm, das kann doch nicht sein. Wir brauchen hier das 1 zu 0, Leute. Danke auf jeden Fall schon für über 146 Likes auf dem Livestream. Danke sehr. Also irgendwie passiert hier wenig. Wir haben jetzt 10 zu 3 Schüsse und auch 3 aufs Tor, die anderen 0. Aber irgendwie. Ja, 67. Minute ist es auch gerade schon. Und gleich, wie gesagt, Leute, gleich danach, ich bin schon mega heiß. Und dein Dann Spiel. ist mein Spiel dran. Uiuiui. Ich freue mich. Ah. Stell noch mal ein bisschen was um hier. Morgen Vor, um vor, 7 Uhr kommt vor. das Training. Oh, 7 Uhr. Oh nein, Stimmt. Ecke für die Gegner. Australien ist aber mega früh, ne? Ja. 1 zu 0 Oh, für die da ist es, Gegner. das Tor. Oh nein. Uiuiui. Fischdreck. Müssen wir Gas geben. Ich meine, die wirken alle entspannt hier. Ich drücke die ganze Zeit aufmuntern und Zeug. Kommt nix. Kommt, Leute. Müssen hier wenigstens noch das 1 zu 1 schaffen. Das wäre wirklich wichtig. Aber bisher kommen die Gäste. Die Gäste, ne, wir spielen ja nicht daheim. Kommen. Bitte. Oh nein. Oh nein, der lange Pass, der haut ihn einfach um. Könnten eigentlich auch mal wechseln. Fällt mir gerade so Ja, auf. das kann man machen. Oh, es könnte sein, dass da sich jetzt irgendwie eine Niederlage anbahnt. Aber ich meine, es ist ein Schweizer Erstligist. Ich weiß nicht ganz genau, was für ein Niveau die Schweizer erste Liga hat. Die mit der zweiten Liga irgendwie zum größten Teil auf ist. Keine Ahnung. Komm! Irgendwie, jawohl! Echt? Oh, und ich sehe es 1-1! nicht. Egal. Müsste bei Yes! Mike sehen. Ja, Leute, er hätte lieber mal hier reingeschalten, ne? 1-1! Oh. Weiter, weiter, bitte! Aber du hast, boah, Alter, 11 zu 4 Schüsse. Ja, es kann ja nicht sein. ja. Boah, Leute, ich bin jetzt so gespannt, wie gleich mein Spiel sein wird. Glaube, das wird cool. Ah, die Zeit läuft. Kommt. Ist das vielleicht nochmal die Chance? Nee, das geht nach hinten los. Ich hol den sich. Sieht ganz nach einem Unentschieden aus.
Ja, damit wäre ich noch zufrieden. Außer die machen jetzt hier ein Tor. Damit wäre ich nicht ganz so zufrieden. Oh. Eck gibt's auf jeden Fall. 89. Minute. Uiuiui, spannende Schlussphase hier. Oh, Alter, wo hat der denn hingeschossen? Der schießt den ja in die Prärie rein. Vielleicht gibt's noch eine Chance. Weiß es nicht. Oh, sieht eher nach Schlusspfiff aus. Ja, jetzt wird's abgepfiffen. Noch nicht, doch. Er wird abgepfiffen. Das Spiel wird abgepfiffen. 1:1. Schade, es war ein bisschen schwieriger. Obwohl wir eigentlich meiner Meinung nach die beste Mannschaft waren. Ja. Ja, das war auf jeden Fall. Von der Statistik her auf jeden Fall die bessere Mannschaft. So, Leute, jetzt ist das Spiel von mir dran. Ja, ich bin Mike da. So, ah, okay. Verlassen. Raus. Ulala, Leute. Mike hat insgesamt 6 Tore geschossen, 2 Tore reingelassen. Und jetzt bin ich dran. Teamauswahl. Alle, die bei mir zuschauen, jetzt rüber. Dann können wir bei dir mal ein bisschen zugucken. So. Da verändere ich nichts, das habe ich ja schon alles richtig eingemacht. Von der steht somit dieses Spiel nicht zur Verfügung. Okay, ja, weiß ich doch. Ach. So. Zack, also keiner meiner Spieler hat irgendwie Spielpraxis schon. Ich denke, wir sollten die Mannschaft ermutigen. Okay, dann, Du hast jetzt okay, das hat nichts Spiele hintereinander gemacht. Echt? Ja, kann gut sein, ja. Hast du danach? Also, ist für dich jetzt das nächste Spiel unser Spiel auch schon? Nee, eins habe ich glaube ich auch noch dazwischen. Ah, okay. Weiß ich nicht, das glaube ich ein bisschen weiter weg. Also, ne? Weiß Bescheid. So, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich jetzt nicht 5-1 hinlegen werde. Oh, Pfosten! Ah, Abdullahi. Also gehen wir mal mit rein. Eine große Chance. Gucken uns das mal an, was deine Mannschaft so projiziert. Du spielst gegen Magdeburg, auch du Scheiße. Ja, gegen Drittligist. also, ich will das Spiel auf jeden Fall schon gewinnen. Dann wär's noch mit 2 Toren Vorsprung, aber einen 5-1 hinlegen oder so will ich es nicht. Boah! Keine schlechte Chance. Wie lange geht der Stream noch? Schon noch ein bisschen. Also, denk. Auf jeden Fall bis zu unserem Spiel. Nach unserem Spiel weiß ich nicht, ob wir noch lang weitermachen. Also ich würde sagen, dass wir irgendwie so auf jeden Fall schon noch das erste Zweitbundesligaspiel machen wir auf jeden Fall. Also wir wollen auf jeden Fall aus der Vorbereitung komplett raus sein und die Saison gestartet haben. Ja, dann haben. Geht der Stream auf jeden Fall noch bis zum Deutschlandspiel, würde ich sagen. Ja, genau. Das würde ich jetzt einfach auch mal erstmal so machen, bis so kurz nach 8 bis irgendwie oder halb 9, so kurz vor dem Deutschlandspiel. So ungefähr wird es lang gehen. Ja, Magdeburg macht hier aber auch Druck, aber... Ja, das stimmt, das haben wir am Anfang echt noch gar nicht schlecht gemacht. Ja, der war halt daneben, ne? Aber ich bin mit der Taktik ganz entspannt. Ich weiß, es funktioniert, hat schon und jetzt erstmal. Ja, ich habe mich noch nicht so, also ich kenne mich ja überhaupt nicht aus. Also dafür war ich echt zufrieden. Ja, das stimmt. 2 Spiele, noch keinmal verloren und ich habe einfach irgendwas gemacht, was ich jetzt so für gut empfunden habe. Oh, jawohl! Was ein geiler Spielzug! Salim Khelifi! 24. Minute! Ken Reichel! Hat es am Anfang gut gemacht. Boland zurück, Jada, zack. Boah, Zucker war das. Gut, 24 Minuten erstmal 1:0. Worauf spielst du auf PC? So, Ballbesitz 60% habe ich. Ziemlich viel Ballbesitz, aber Ausgeglichenheit von den Schüssen bis jetzt. Also aus meinem Ballbesitz mache ich noch nicht wirklich viel. Abgesehen davon... kein Foul scheinbar. Sah richtig mies aus. Abgesehen davon, dass ich natürlich führe. Oh, schön gemacht von Hochscheid. Samson, der
Das weiß ich, der kann absolut keine Tore schießen. Mir wird womit nehme ich echt auf. Wenig im Chat, ja. Geht alles bei Jan ab. Ich nehme mit OBS, das meiste mache ich mit OBS. Ich auch. Ah, hier vielleicht nochmal. So, gleiches Halbzeit, aber... Oh, jawohl, da ist es das 2:0. Und es ist sogar ein Eigentor. Abdullahi war nicht als letztes am Ball. Aber trotzdem guter Spielzug. Schön gemacht. Dadurch wird die Torvorlage leider auch nicht angerechnet. Ärgerlich. Oh, und Ken Reichel ist verletzt. Das... Alter, als ob... Okay, dann muss Niko Kiewski rein. Gerade frisch aus der U23 erst hochgezogen. Muss schon ein Stammspieler. Das könnte sein, dass er sogar relativ doll verletzt ist. Okay. Gut, Trainer, was kurz machen, zeig. So, 2:0 zur Halbzeit, das ist ein solider Spielstand. Auf jeden Fall. Wechseln werde ich sowieso relativ viel, damit möglichst viele auch ihre Spielzeit bekommen, weil naja, man rotiert halt auch viel. Abdullahi, oh, Hochscheid. Auch er von da nicht wirklich gefährlich. Dein Spiel hier ein bisschen analysieren. Ach, warte. Stimmt, ich habe Ecken. Ich muss bei den Standards gleich nochmal rein. Ich habe bis jetzt nur Eckenschützen ausgewählt, glaube ich. Den Rest habe ich noch gar nicht gemacht. Elfmeter und Freistoß. Das mache ich mal, währenddessen du dein nächstes Spiel hast. Das war richtig knapp. So, also jetzt langsam hier in der zweiten Hälfte auf jeden Fall auch deutlich mehr Schüsse, nicht nur mehr Ballbesitz, sondern auch deutlich mehr Schüsse. Oh, Schuss aus der Distanz, aber auch nicht ins Tor. So, ich habe jetzt gerade nochmal umentschieden. Ich wollte eigentlich gerade nochmal wechseln, damit viele am Anfang Spielerfahrung bekommen, Spielpraxis. Aber ich habe mich dafür entschieden, dass die Startelf erstmal sich so nochmal selber Spielzeit bekommen soll. Und am Ende wechsle ich noch ein paar ein. Und den Rest dann in den nächsten Spielen. Kann man das irgendwie machen, dass man noch hier, ne? Da, ja, okay. Hat sich schon erledigt. Man kann ja auch in den, in den Trainingsspielen, in den Testspielen kann man mehr als dreimal wechseln. Da kann man, glaube ich, tatsächlich sogar so häufig wechseln, wie man will. Vorhin hat er mal geschrieben, 7-mal, glaube ich. Oder? Ah, okay, ja. Oh, gefährlich. Ah, Fejic ist da. Da würde ich Angst, dass Ken Reichel doll verletzt ist, weil das ist eigentlich einer der besten Spieler. Auch wenn er nur linke Verteidigung spielt, trotzdem eine wichtige Position. Vor allem, da meine linken und rechten Verteidiger auch relativ offensiv mitspielen. Das macht dann schon was aus, wenn er ein guter ist oder ein schlechter. So, also die Großchancen kommen jetzt gerade nicht mehr zustande. Das heißt, ich wechsle jetzt ein bisschen. Nyman darf rein.
Hendrik Zuck darf auch rein. Zack. Der nicht. Mag das. Der auch nicht. Ist gerade zu gut. Ja, damit habe ich schon insgesamt 4 Wechsel schon in dem Spiel. Das ist schon ganz gut. So, 73. Minute. Vielleicht passiert jetzt. Oh ja, Biara, Pfosten! Oh! Das kann doch nicht wahr sein. 12:5 Schüsse. Oh, Fejic ist da. So, Kelefi macht das gut. Oh, und dann... Die Schüsse sind einfach noch ein bisschen zu kacke. Okay, 5 Minuten. Die letzten 5 Minuten noch im Spiel. Oh, der beinahe ein Tor von Magdeburg. Heilige Scheiße. Sie sind jetzt gerade auch gar nicht so schlecht. Ich muss mal sagen, dass sie sich mal mehr fordern. Sag ich mal. Nein, das ist ja gerade nicht ganz so gut. Nicht so, wie ich es haben will. Aber immer wieder auch offensiv. Ja, die ganze Taktik und so, das müssen ja alles komplett neu lernen, die ganzen Spieler. Zuck! Oh, also langsam muss das 3-0 aber da sein. Chancentod Eintracht Braunschweig. Das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Spielen noch häufiger sehen. Das ist häufig bei mir so. Nicht nur in meinen eigenen Spielerkarrieren. Oh, da ist es! Salim Kelefi, 3:0. 89. Minute. Mega nice. Boah, Junge, wie häufig haben die gewechselt? Die haben fast, die haben 10-mal schon gewechselt. Was? Ja, Magdeburg hat 10. Man kann nur 7-mal wechseln. Haben alle außer ein Spieler wurde bis jetzt gewechselt. Und einem sogar doppelt jetzt. Ah, die haben einen doppelt gewechselt. Der eine, der eingewechselt wurde, wurde ausgewechselt wieder. Aber nur weil er verletzt wurde. Krasser Scheiß. ETF. Okay, Bemühung. Leidenschaftlich. Ich bin sehr zufrieden. Ah, sahen begeistert aus. Ja, da bin ich doch auch begeistert, wenn die begeistert aussehen. Oh, ich muss warten. Ich muss auf Fortfahren drücken, glaube ich. Ach so, echt? Cool. Ja. Braunschweig, jawohl. Ken Reichel verletzt. 5 bis 6 Wochen. Ja, geile Scheiße. Ich habe 4 Verletzte. Wie viele Verletzte hast du? Einen. Was? Ah, nee. 2. Bei mir so alle auch richtig lang. Patrick Schiffer, 2 bis 3 Monate. Nee, bei mir sind 2. 3 bis 7 Wochen. 3 bis 6 Wochen. 4 bis 7 Wochen. Alter. Ja, moin. Gut, Leute, dann... Ich drück trotzdem... Warte, eine schnelle Lösung mache ich da jetzt trotzdem schon mal. Reichel gegen Niko Gierski, so wie ich ihn da gerade auch schon eingewechselt habe. Aber da muss ich jetzt beim Training das auch nochmal umstellen, dass der Verteidiger links, Flügelverteidiger. Und dann kann ich auch fortfahren drücken. Müssen wir eigentlich... Wann hast du dein nächstes Spiel? 12. Okay. Perfekt. 12. Dann hat die U19 noch ein Spiel und dann haben wir das nächste. Also ich habe nur noch am 12. und dann das mit dir. Ich habe am 15. und dann das mit dir. Alter, ich bin so gespannt. Vorbei. Muss jetzt ein bisschen ausprobieren, aber... Ich habe am 15. und danach, glaube ich, noch eins. Und dann erst das gegen dich. Kann schon sein. Aber ja, kein Gegentor eigentlich bekommen, also Magdeburg hätte sich eigentlich auch eins verdient, aber ich bin ganz froh, dass sie es nicht geschafft haben. Ich habe, glaube ich, jedes Mal eins kassiert, ne? Ja, ne? Ja. Aber hey, ein Tor kassieren. Ja, wenn man 5 schießt, ne? Ja. Kann ich nichts. Okay, fortfahren, weiter. Bissiger Dauerkartenabsatz. 12.203 wurden verkauft. 1.700 werden wahrscheinlich, eventuell.
Akzeptieren. So, Canvas ist was, weg. Wie viel wurden verkauft? Warte. 12.203 Dauerkarten. Was? Bei mir sind es 4.294. Wie viele werden wahrscheinlich bei dir noch in den nächsten Wochen verkauft? Steht nicht da. Echt? Krass, bei mir steht, dass es wahrscheinlich noch 1.700 weitere verkauft werden. Was? Dein Verein ist ja richtig rich. Bin ja richtiger armer Schlucker gegen dich. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, also... Naja, wir haben halt auch unterschiedliche Ziele, ne? Also... Ja, das auch. Du wirst schon härter kämpfen müssen, glaube ich. Also es wird nicht leicht für dich. Ja... Kriegen wir schon hin. Aber... Bin tipptopp. Das ist ja, glaube ich, auch genau das Geile einfach. Das ist halt nicht leicht und du musst halt immer wieder irgendwie ein bisschen was ändern und so in der Saison und so. Da kommen Probleme durch verletzte Spieler, so wie bei mir jetzt am Anfang, weißt du? Erstes Spiel, eigentlich ganz geil gelaufen, aber einer der besten Spieler direkt verletzt, ja, für über einen Monat. So, da kann die ganze Vorbereitung nicht mitspielen. Streaming-Projekt kann man sagen, weil es... Also ich meine, ich kenne mich jetzt noch nicht so aus, aber es macht mir jetzt schon Bock irgendwie. Mega viel Bock. Und deswegen freue ich mich drauf. Wenn man dann, vor allem wenn man in der Liga, ich meine diese Vorbereitungsspiele jetzt, ja gut, na. Aber wenn man dann in der wenn man dann in der Liga halt so ist und sieht, wie der andere jeweils abschneidet immer und ja, weiß nicht, finde ich irgendwie cool. Ja, genau, das ist halt dann voll cool, je nachdem, ob man dann irgendwie der eine mit in... Wir könnten theoretisch sogar im DFB-Pokal aufeinander treffen, wenn wir beide weiterkommen. Gegen wen hast du das erste DFB-Pokalspiel? Muss ich gleich nochmal nachgucken. So, Trainingslage, Stadtbauerschack, Verletzungsbericht, ja, kacke. Ich habe auch einen Verletzungsbericht hier. Ingo, ja, das passt. Ja, der da. Also pass auf, Terminplan, wo steht denn das jetzt? Sind die, ach hier, ach du Scheiße, gegen was? Ja, du kannst es selbst sehen, keine Ahnung, das will ich jetzt nicht aussprechen. Geil. Gegen den habe ich auf jeden Fall, gegen den Verein, die erste Runde. Gegen wen spielst du? Warte, du kannst den Verein nicht aussprechen. Klick mal auf den Verein drauf. Ja, ich will nicht. Ich will es nicht probieren. Es geht eh schief. Okay, aber klick mal auf den Verein drauf und guck mal, wo wir spielen. Regionalliga West. Ah, okay. Ja. Ich spiele gegen Erfurt und die sind halt dritte Liga. Also du hast es leichter. Ja. Ach, das meine ich, ne? Ja, so ein Verein, weißt du, wenn du gegen die rausfliegst, dann wird es peinlich. Das stimmt. Das, ja. Ich hatte es doch gerade. Livio, schön, dass du zuschaust. Ich freue mich, dass du das erste Mal auch live mit dabei bist. So, ich warte gerade wieder auf dich. Sorry. Kein Ding. Muss mal gucken, ob ich hier irgendwie noch einen Spieler habe, der auch Enkan Shark und ein ganz bisschen Linkverteidiger auch spielen. Später muss man auch, man kann jetzt in der Vorbereitung auch sehr, sehr viele Auswechselspieler mitnehmen. Ich glaube, bis zu 12 oder so kann man mitnehmen. Mhm. Später Bundesliga und DFB-Pokal und so kann man, glaube ich, nur 7 mitnehmen. Da muss man dann wirklich, hier kann man quasi wirklich breit den Kader testen und später muss man dann aber tatsächlich bisschen aufpassen. Die richtigen OBS Spieler mitnehmen. OBS heißt Open Broadcast Software, ne? Müsste so heißen. Ja, genau. Ist eine kostenlose Software, Google einfach mal OBS oder findest du das schon damit direkt. Kann man einfach aufnehmen, super gut. Brauchst halt einen guten Rechner, relativ gut, aber ansonsten. Weiter fortfahren, zack. Ja, hab ich auch gemacht. Du müsstest gleich ein Spiel haben, ne? Ja, ich weiß gar nicht wann. Kann dran. Währenddessen du dein Spiel machst, guck ich jetzt weiter gleich, wie ich meine linke Verteidigerposition besetzen kann.
und Freistöße und Elfmeterschützen und so aussehen. Und ein klein bisschen in dein Spiel reinschauen, das geht natürlich auch. Und dann habe ich zwei Spiele und danach haben wir unser Spiel gegeneinander. Ich habe das Spiel um 20.45 Uhr. Ui, Primetime. Also Braunschweig U19, FC Bayern U19, 2-5 verloren. Was? Okay. I'm very gespannt. So, Spielvorschau. Ich lade wieder herzlich ein, bei mir vorbeizuschauen, das Spiel anzugucken, wenn der Jan da noch ein bisschen was nebenbei macht. Ja. Wenn ihr vor allem auf dem PC seid, könnt ihr beides nebeneinander, einfach perfekte Voraussetzungen. Ja, genau, so wie ich. Dann könnt ihr bei mir eben, wie gesagt, Streams zugucken, also, wie ich das Spiel bestreite. So, wir gucken jetzt mal hier rein. Wir könnten schon wieder Ernst mitnehmen, der ist schon wieder fit. Wo ist denn der? Hier, Ernst, Sebastian Ernst, den würde ich gerne nochmal testen, weil der war im letzten Spiel, ja. Oder können wir den, ne, der passt da überhaupt nicht. Okay, ich glaube, ich habe jetzt, würde ich nur noch Steffen Nkanchar, der so, naja, man sieht es nicht so wirklich gut, linker Verteidiger spielen kann. Ja, er ist halt der Einzige, der das theoretisch übernehmen könnte. Okay, dann zum Spiel, let's go. Und Kieski. Ich habe eine Antwort gesagt, oh, OBS, perfekt. Open Broadcast Studio. Genau, genau. Also, eingeben. Haben ja, wir schon einfach OBS googeln, da kommt man auch direkt zum Download, wie gesagt, kostenlos. Kommt bald ein FIFA oder LL Stream, so in den Ferien. Ja, kann ich mal. Würde ich bestimmt mal machen. Aber wir werden auf jeden Fall wieder hier weitermachen. Ja. Im Football Manager. So. So, jetzt mache ich Standardsituation. Mache ich jetzt weiter. Freistöße. Anschuss. Let's go. Kommt auf meinen Kanal, guckt euch das an. Anschuss. Hier. Direkt mein Zug letztes Testspiel hier vor dem Spiel gegen Jan. Da freue ich mich schon richtig drauf auf das Spiel. Noch ein bisschen mehr als auf das erste Zweit-Bundesliga-Spiel. Ja, also es ist halt schon so ein bisschen so Spannung. Wer von uns hier, dann gewinnen wir Dursun! Und die Doppelchance daneben! Die Doppelchance daneben gehauen! Das war ja so gut. Den hätte er eigentlich safe machen müssen. Okay, wir machen mal hier. Dann gucken wir einfach mal, was sich hier gibt. 1-0, Ali Jury. Mega nice, da geht schon los. Sechste Minute. So, 8 Elfmeterschützen habe ich ausgewählt, das ist schon ganz gut, das passt. Sechste Minute hier. Wie nehme ich bei der Ali PS4 Jury auf? Über eine Elgato Capture Card und die habe ich, je nachdem, ob ich Livestream oder nicht, habe ich die auch bei OBS mit drin und ansonsten mache ich das über das normale Elgato Programm. So, Caligiuri 6. Minute. Kann ich mal schauen bei dir, was du für Spieler hast. Ein paar aus deiner U19 oder so abluchsen. Nein, genau. Spaß. Da rein, der Torwart, die nächste Riesenchance hier. Ah. Ja, ich kann mal schauen, mit was für einer Taktik du spielst. Komm jetzt, jetzt. Kann ich. Du hast mich gestern abonniert, ja, danke sehr dafür. Wirklich, mega cool. Es führt dein Lieblingsverein, nein. Ist er nicht. Aber ich wohne in der Nähe von Fürth und bin da ab und zu meinem Stadion. Aber das ist einfach nur so, weil ich da Karten bekomme. Aber mein Lieblingsverein ist tatsächlich Bayern.
Okay, 17. Minute. Also es ist noch nichts entschieden hier. 1-0 war zwar relativ früh, aber bisher. Aichi-Check jetzt. Aichi-Check. Was war das für ein Schuss? Jemand liebt dich. Ja, ich hab's auch gesehen. Melanie. Peace. Bell. 9-0 Schüsse, Alter. Das ja, geht ab. Aber nur 1-0. Ja, und nur 2 aufs macht Tor. Macht schon Druck, aber... Erstmal schauen, gegen wen du hier wieder spielst. Spielst du ja... Boah, Alter. Spielst du ja wieder so gegen ein richtiges Kackteam. Eckfahne getroffen, was ist denn der Profi-Status ist sogar nur semi-professionell, Ansehen nur regional. Du spielst gegen so ein richtiges Derde Division Zonder, keine Ahnung, was, wie viele niederländische Liga das ist, gegen die du gerade spielst, aber spielst ja, gegen so ein richtiges Kackteam. Deswegen sind ja 10-0 Schüsse. Ja, ich habe das ja auch nicht entschieden. Ich hatte noch ein Spiel gegen Southampton, das habe ich wegen dir abgesagt, mein Freund. Oh ja, ja, ja. Also jetzt stimmt, nicht meckern hier. Aber du hast doch sogar 2 Spiele abgesagt, oder? 2-0, jawohl. Ja, ich hatte mehrere Spiele. Naray. Erlat Naray. Hier. Ich bin 2-0. Wieso denn Erfolgsfan? Ich habe Bayern schon... Ja gut, Bayern hatte immer Erfolg, aber ich habe die schon sehr, sehr lange gemocht. Können auch meinetwegen gern mal verlieren. Aber... Boah, da hat sogar schon einer eine gelbe... Dinger, deren Stürmer hat eine gelb-rote bekommen. Oder? Echt jetzt? Also was? Einer von denen hat auf jeden Fall eine gelb-rote. Ich weiß nicht, ob das deren Stürmer war. Gar nicht gedacht. Alter! Die spielen auf jeden Fall nur noch zu zehnt. Also das Spiel... Nein. Wirst du nicht verlieren. Hoff's? Wäre sonst echt peinlich. Oh, ich sehe gerade, meine Facecam ist ultra low Akku. Scheiße. Übel zusammengekackt. Was? Boah, muss ich gleich den Akku tauschen oder so, sonst habt ihr gleich kein Bild mehr. Also, ich hatte dann kurz kein Bild mehr, aber. Scheiße. Alter, der hat den ja übelst weggehauen. Was soll das denn? Er war ja auch gar noch voll. Fuck, ich habe auch noch nie so lange gestreamt. Ne? Wir streamen jetzt schon seit über 2 Stunden. Was? Krasser Scheiß. Och, ich hab schon öfter mal so gespielt. Ja, ich auch, aber noch nie mit der Facecam und die Facecam ist halt nur mit Akku. Wenn ich eine rote hab, hat es keine Auswirkung, oder? Oh, du hast eine rote. Naja, bei dir ist es. Was für ein Spieler ist es denn? Der rote gekommen. Weiß ich nicht. Weiß nicht, wo der spielt, auf welcher Position. Naja, du kannst also Auswirkung nicht direkt, aber du kannst hast halt da dann eine Lücke. Aber das ist scheinbar. Jetzt, oder? Nee, 3-0, jawoll. Nee, das wurde nicht gegeben, das Tor. Nicht? Nee, abseits. Ah ja, ja, ich dachte ja auch, dass abseits ist, aber auf einmal hat es da 3-0 angezeigt. Ja, das zeigt's dann aber. Lel. Ja, den scheiß ich mal zusammen, ne? Kann ja nicht sein hier. Oder sich einfach eine Rolle. Boah, bei dir 29-0 Likes, Alter, was geht ab? Echt jetzt? Ja. Leute, ihr seid ja echt krank. Ich hab das gar nicht gesehen. Mega. Was? 554 Abonnenten? Ihr seid ja krank. Wie viel hattest du vorher? 525? 26? Hm. 30 Abonnenten ungefähr. Was ist denn? Lol. Ja, hab ich gar nicht gemerkt. Was machst du eigentlich gerade die ganze Zeit in der Halbzeit, Alter? Was sagst du? Oh, ja, ich hab den. Ich muss da immer erst ein bisschen überlegen, sonst mache ich wieder irgendeine scheiß Ansage. Aber der Co-Trainer sagt dir doch ungefähr so, was du sagen sollst. Ja, auf den höre ich doch nicht. Du machst den besten FIFA 18 Story. Die haben auf jeden Fall auch eine Gelb-Rot. Jetzt ist Ernst wieder verletzt. Was macht der Typ denn? Der war gerade verletzt. Naja, da ist auch nur 50% Kondition oder so. Du sollst auf jeden Fall wechseln. Jawoll!
Jetzt aber 3-0. Okay, warte mal. Dann gucken wir mal hier. Also so Ernst hauen wir da mal raus. Sondenheim mal rein. Hier tauschen wir auch nochmal. Und dann machen wir weiter. Dursun hat hier das 3-0 gemacht. Weiter geht's. Also normal sollte es schon zu 0 werden, hoffe ich, aber ich habe ein bisschen Angst, dass es kein zu 0 wird. Einfach zwei rote Karten, meiner Klick kriegt glatt rot und die anderen haben gelb-rot. Ja. Was ist das? Aber trotzdem kein schlechtes Spiel insgesamt von einer Mannschaft. Ja, die hat noch kein so richtig schlechtes, aber das 1-1. Oh, was? Oh, als ob der nicht drin ist. Scheiße. Krasser Scheiß. War richtig knapp. Lel. Oder Abstoß hier. Naray. Mit der Gelegenheit. Boah. Und oh, und da ist es. 4-0. Sauber. 4-0. Also die Vorbereitung ist bei dir auf jeden Fall schon mal gut. Sauber. So schmeckt das. Konzentration, Leute. Nicht abwesend sein. Der mit einer roten Karte wirkt sehr entspannt, ja. Mhm. Freut mich. Geil. Wie ich FIFA 18 finde. Also, das Einzige, es ist eigentlich quasi so wie jedes andere FIFA, nur dass halt in diesem FIFA zum ersten Mal das Sword Gameplay wirklich ein bisschen besser ist, zumindest von den gegnerischen Spielern ist es ein bisschen besser. Also ich mache die Torwartkarriere erst seit FIFA 17, aber mir ist da jetzt nicht so viel aufgefallen. Ich meine, du kennst dich da ein bisschen besser aus, aber als ich das gespielt habe, ich spiele es ja immer noch, aber keine Ahnung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt nicht auf Torwartkarriere bezogen, aber in letzter Zeit feiere ich PES einfach tausendmal mehr als FIFA. Ja, ich auf jeden Fall auch. Das ist einfach. Also irgendwie boykottiere ich FIFA in letzter Zeit. Keine Ahnung. Komm, wir müssten eigentlich noch eins machen. Ich meine, ich will jetzt nicht zu viel fordern. Über keins kassieren hinten. Aber so ein 5-0 wird schon schmecken. Hm. Es läuft ja gerade gut, ne? Komm. Was ist das für ein Pass? Aber er kriegt ihn. Dursun wieder. Oh. Kann ich mal wieder öfter PES-Trainerkarriere bringen? Wäre nice. Würde ich gerne, aber wie gesagt, ich habe meine PS4 in meiner alten Wohnung vergessen und ich habe, glaube ich, ein oder zwei Folgen habe ich noch voraus aufgenommen. Die habe ich noch auf der Festplatte, aber ich will die halt nicht direkt raushauen, weil dann habt ihr jetzt eine ganze Woche nichts mehr zu sehen, sondern ich mache das immer in einem guten Abstand. Lade ich die Folgen hoch, damit ihr halt nicht irgendwie einmal ganz, ganz lang warten müsst. Oh nein! Und ja. Ich krieg's kotzen. Ab übernächster Woche Dienstag kann ich dann wieder mit meiner PS4 Sachen aufnehmen und livestreamen und da kommt dann auf jeden Fall wieder ganz, ganz viel. NBA kommt. Sogar fast von Football kommt wahrscheinlich auch, also hier, wie heißt es, nicht NHL, sondern NFL, genau. NFL wollte ich eigentlich auch was machen, zumindest auf jeden Fall mal was livestreamen, aber ja, also mal, mal schauen. Das wird cool. Ich freue mich schon mega auf meine PS4, die ich so lange nicht mehr hatte. So, dein Spiel ist gleich vorbei, danach
freue mich schon gleich auf mein Spiel, auf meine mehrere Spiele ineinander. Ja, schon wieder. Ich habe nur Verletzte gerade in dem Spiel. Das Spiel läuft nicht so geil. LL, wie kann ich das jetzt wechseln? Hä? Hab ich gerade nicht. Hm? Was machst du? Wieso kannst du nicht? Ja, ich kann nicht weitermachen, weil einer verletzt ist, aber ich weiß nicht, wie ich wechsle. Ich kann ja nicht anklicken. Hä? Was ist jetzt? Hilfe. Hast du aus der du kannst auch auf der linken Seite ist ja steht Taktik. Ja. Wenn du auf Taktik drauf klickst, da kannst du das auf jeden Fall so per Drag and Drop so einfach. Ja, so. Okay, stimmt. Über den Bildschirm wechsle ich eigentlich immer. Brauchen wir nur einen, der da mal reinpasst. Ich hab keinen Plan. Packen wir einfach den rein, der ist Verteidiger. Welchen Tag kommen Videos und welche Zeit? Eigentlich kommen quasi täglich Videos und eigentlich auch immer bei mir um 16.30 Uhr. Ja, aber bei dir sieht das voll komisch aus. Bei dir ist es von links nach rechts, bei mir ist es von oben nach unten oder so, glaube ich zumindest. Hm, komisch. Keine Ahnung. Kommen die schon wieder? Ey! Ah, als ob die können nichts. Die haben schon Schlussphase. Ja, eins. Ja, toll, ich wollte zu null spielen. Ja, aber du hast doch kein einziges Spiel zu null gespielt. Ja, ich gehe auch auf Risiko. Aber du hast ja. Und du schießt ja auch viele Tore. Dafür habe ich mehr Tore geschossen, genau. Ja. Das Spiel 27 zu 5 Schüsse. 56 Ballbesitz. Ist auf jeden Fall geil. Muss jetzt auch mal wieder eine Pest in der Kälte-Folge aufnehmen. Ich hab so viel Zeit und weiß nicht, was ich aufnehmen soll. Geil, ne? Hm. Das hatte ich auch noch nie. Oh. Hey! Warum gibt es keinen Elfer, Mann? Hätte auch Elfer geben müssen. Nachspielzeit ist es schon. Oh, da gibt es nochmal ein Tor. Nochmal. Alter, 1 zu 5 schon wieder. Krasser Scheiß. Das ist eigentlich so, ey, ich weiß nicht, was ich machen soll. Du musst mir nachher nochmal einen Tipp geben. Ich habe keinen Plan, ne? Bei meiner Pest-Trainer-Karriere habe ich so oft schon viel zu hohe Ergebnisse gehabt. Aber wenn ich die Schwierigkeit, den Schwierigkeitsgrad einmal höher stelle, dann verliere ich mit Bayern. Ja, ich weiß, die Unterschiede zwischen den Schwierigkeitsgraden ist einfach krass. Also muss dann wirklich anders spielen auch. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Warum hast du wieder golden blonde Haare? So gold sind die diesmal gar nicht. Sind, finde ich, ein ganz cooles Blond eigentlich. Weil mir gefällt das einfach und deswegen seit gestern. Hat ultra lang gedauert und ja, jetzt ist es das wieder. Ich finde es mega nice. So Leute, jetzt haben wir 3 Spiele bei mir hintereinander. 2 Testspiele gegen irgendwelche Teams. Jetzt bist du dann, ja. Dann das Testspiel gegen Mai, gegen Fürth. Unsere beiden Mannschaften treffen aufeinander. Das wird Spannung pur. Und dann an was für einem... Ja, moin! An was für einem Tag hast du dein erstes zweitbundesliga Spiel und gegen wen? Maluka ist 2 bis 3 Wochen verletzt. Geil. Gegen Bochum am 29.07. Auch um 13 Uhr? Ja. Ah, nice, dann haben wir das auch parallel. Das heißt, alle Spiele jetzt sind quasi gleichzeitig nur noch. Jetzt habe ich erstmal ein bisschen Pause. Das heißt, du hast gegen Bochum, ich habe gegen Ingolstadt. Meins wird voll schwer, mein erstes Spiel. Bochum ist nicht so krass, die Mannschaft. Aber Ingolstadt ist schon krass. Ich muss gerade warten. Warum muss ich drücken? Ja. So, ich kann direkt nochmal auf Fortfahren drücken. Jetzt geht's richtig voran, Leute. Voran. Hast du 2 Spiele und dann? Oh. Ja, ein Spiel hast du, oder?
Hast du ich zwei hab, oder ich habe zwei, tatsächlich. Zwei, ne? Und dann... Ja. Dann geht's rund, meine lieben Freunde. Das ist das Highlight des heutigen Tages. Wir beide treffen aufeinander. Ihr müsst mir gleich mal in den Chat schreiben. Könnte gut sein, dass die Facecam gleich ausgeht. Müsst ihr mir unbedingt gleich schreiben, falls die Facecam gleich aus ist. Weil es zeigt bei mir schon an, dass der Akku quasi nicht mehr existiert. Ja, mach ich mal schnell. Abschließen. Zack. Beenden. So, Fortfahren drücken. Schnell, 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 schnell. Mach ich. Ich hoffe, der andere Akku ist überhaupt geladen. Das wäre sonst richtig kacke. Aber ich glaube schon. Hoffen wir es mal. Braunschweig, Medientipp ist Platz 8. Steht bei mir. Krass. Wir müssen hier nochmal ganz kurz was ändern. Wann hast du jetzt das nächste Spiel? Ich habe das am 15. Also am nächsten Tag. Okay. Oh, jetzt ist es aus. Ja, tatsächlich. Muss jetzt einmal ganz schnell den Akku wechseln. Das Spiel kostet, glaube ich, rund um 20 Euro war es. Und wir spielen es am PC, ja. Was können wir hier bei mir noch verändern? Könnten ihn mal spielen lassen. Machen wir es mal so gegen dich. Bisschen anders hier rangehen. Ja. Also ich bin echt mega gespannt auf das Spiel. Bin jetzt erstmal gespannt, was du jetzt fabrizierst. Oh ja, da bin ich auch mega gespannt. So. Und dann werden wir mal sehen. Der ist... Ob ich mir dann in die Hosen kacken muss. Zu schlecht. Oder nicht. Der ist gut. Okay, ich denke, ich bin ready. Ich muss kurz noch scouten. Zeugs machen. Bin auch gleich ready. Geht ganz schnell. Scouts sind voll schlecht, Alter. Die können das vorher nicht einschätzen. Was ist da los? Ein Bock. Wie viel kostet das Spiel? Hab ich ja schon gesagt. Ah, okay. So roundabout 20 Euro war es, glaube ich, gestern. Musst du die aber bei MMOGA oder so kaufen, weil es gibt's nicht bei Steam. Gibt es in Deutschland allgemein nicht. Deswegen, wenn man es haben will, über MMO. So, oder fortfahren. So. Den Akku muss ja jetzt nicht laden. So lang streamen wir jetzt nicht nochmal 2 Stunden. Das ist das Gute. So, zack, zack, zack. Das auch nochmal fortfahren drücken. Gleich geht's ab, Leute. Gleich geht's ab. Geil. Gegen wen spielst du? Weißt du was? Kann ich dir gleich sagen. Auch gegen Scheinbar. Was? Als ob. Was? Ingolstadt. Die haben richtig gute. Titelfavorit ist Ingolstadt. Luis Samson verletzt. 1 bis 2 Tage. Mann, okay. Fällt aber auf jeden Fall für das. Oberwart-Spiel für mein Freundschaftsspiel gleich aus. Österreichische zweite Landesliga Süd aus Österreich. Semiprofessionell. Lokal sogar. Ah. Also kann sogar sein, dass sie noch schlechter sind als das Team, gegen das du gerade gespielt hast. Ja,
Weiß ich nicht. Jan, was habe ich in den Ohren? Ich habe In-Ear-Monitore in den Ohren. Wie alt ich bin? Ich bin 20 Jahre jung. Rückennummer müssen festgelegt werden. Ja, Nummern abgeben. Ja, Standard. Nee. Ja, da will ich nichts verändern bei den Rückennummern. Das kann alles so bleiben. Mach ich auch. Nummern abgeben, passt. Ich warte. Ja, perfekt. Ja, mach ich. Da. Braunschweig veröffentlicht Rückennummern, Spiele für TV. Oh, das erste Spiel direkt von mir wird direkt gegen Ingolstadt übertragen. Oh, Samsung kann vielleicht sogar doch spielen. Krass. Teamvorschau. Aber ich weiß nicht. Dann lasse ich, glaube ich, lieber Moll spielen. Der kann das nämlich da auch ganz gut. Der macht das. Moll macht das. Ja, damit bin ich mir ganz sicher. So, auf geht's, Leute. Wird aber auch ausgestrahlt, glaube ich. Ja. Führt Bochum auch. Und Kiel führt auch. Nee. Okay, dann gucken wir mal dir rein. Ermutigen. Wir gucken einfach mal rein, was du so fabrizierst. Bin mega gespannt. Ich bin auch gespannt auf das Spiel. Bin gleich wieder da. Hast eine gute Mannschaft? Naja, es ist halt Eintracht Braunschweig. Ich habe Eintracht Braunschweig, ich habe an dem Kader selber noch nichts verändert. Und jetzt schauen wir mal, wie es jetzt hier ausgeht. Oh, erste gute Chance. Vierte Minute. Das erste Testspiel haben wir 3-0 gewonnen. Nach dem Spiel habe ich noch zwei weitere Testspiele. Eins gegen eine andere Mannschaft, weiß ich gerade nicht genau. Und das letzte gegen Fürth, gegen Mike. Und dann geht die zweite Bundesliga los. Und das erste Spiel der zweiten Bundesliga ist quasi das letzte Spiel heute hier im Livestream. Das sollten wir zeitlich so hinbekommen, dass wir quasi zum Anpfiff des Deutschlandspiels heute Abend den Livestream hier ausmachen. Abgegeben. Ein Tipp zu diesem Spiel jetzt gerade? Nee, Deutschlandspiel. Ich habe gerade irgendwas Deutschlandspiel gehört. Achso, nee, nein, ich habe da keinen Tipp abgegeben. Ich weiß gar nicht, gegen wen die spielen. Spanien. Möchtest du einen Tipp abgeben? Dann würde ich sagen, immer noch kein Tor, gibt's doch gar nicht. Ich würde sagen, es wird ein Testspiel, ist immer schwierig bei der deutschen Nationalmannschaft, finde ich. Deswegen sage ich einfach mal ein 2-1 für Deutschland. Okay, da ich ja was anderes sagen muss, sage ich jetzt einfach mal, wir hätten, Alter, so viele Bälle aufs Tor. 3-1, sagen wir mal. Auch wieder sehr viel Ballbesitz, 62%, 60%, also viel Ballbesitz. Aber langsam. Oh. Bei mir fällt irgendwie auch früh ein Tor. Bei dir ist die Chancenverwertung nicht so krass. Bei mir war sie auch nicht krass. Also ich muss sagen, von 27 Schüssen, meine 5 Tore sind schon geil, aber. Ja. Ah, jawohl. Schön rausgespielt. 27. Minute. Da haben wir es, das erste Tor. Jan Hochscheid macht's. Ich glaube auch wieder Vorlage Salim Khelefi. Würde ich das gerade hier gar nicht ne, Becker hat sie gemacht. Auch sehr gut, finde ich auch so gut. Wie gesagt, meine Außenspieler sehr, sehr wichtig, deswegen umso blöder quasi, dass Ken Reiche verletzt ist. Ich guck dir da ein bisschen zu, ne? Oh nein! Alter, ich dachte, er hat ein Eigentor gemacht. Jawohl! 28. Minute 2-0. Also auf jeden Fall auch erfolgreiche Vorbereitung besetzt aus meiner Sicht. Super. 28. Minute 2-0. Mega nice.
Robin Becker ist verletzt. Ach, Digga, Alter. Wen willst du hier eigentlich? Das kann doch nicht sein. Auch wieder so ein richtig geiler Spieler, der hat richtig Potenzial. Junger Typ und jetzt schon richtig gut. Das ist der 5. oder 6. Verletzte, glaube ich, jetzt schon bei mir. Aber mir verletzen sich irgendwie doch auch welche. Irgendwie komisch. Boah, was machen die da? Uiuiui. Keine Ahnung. Flipper. Alter, die Grätschen, ey. Die Grätschen haben die ganze Zeit rein. So, der neue Mann teigelt erstmal einen Schuss daneben. Oh, Buffo hat einen Schlag abbekommen. 61% Kondition nur noch. Den nehme ich lieber auch raus. Gegen Breitkreuz. Breitkreuz darf rein. Oh, gibt's da noch? Nee, gibt kein nächstes Tor. Ey, zur 41. Minute jetzt schon zweimal gewechselt. Was ist da los, Mann? Ey, zweimal verletzt. Also der eine ist nicht krass verletzt, aber... Du hast voll viel Ballbesitz immer. Voll krass. Ja, spiel aber auch auf Ballbesitz. Oh, Taktik verraten. Biana ist auch 60% Kondition. Die werden hier die ganze Zeit von den Typen geschlagen, Alter. Geil. Alter, die verletzen meine Spieler übelst. Alter, das kann nicht sein. Wenn er sich jetzt gleich wieder erholt, ja, dann muss ich den auch auswechseln. Und ich hab eigentlich noch nicht mehr einen guten Spieler, den ich da einwechseln kann auf der Position. Scheiße. Okay, ich muss das machen. Kacke. Wobei, Yildirim... Nee, das ist aber irgendwie nicht perfekt, nein. Ich mach Hochschalt, dein und Biala gegen Zug. Ach, Kacke, Mann. Das ist auch richtig Kacke. Die nächste Chance. Naja, da bekommen alle Druck. Da bekommen alle ihre Einsatzzeiten durch die Verletzung. Aber drei Spieler muss ich schon wegen Verletzung auswechseln. Das ist, oh, ja. Jawohl, Mirko Boland. Also irgendwie bekomme ich jetzt doch ein bisschen Angst. 3-0. Gegen deine Mannschaft. Die gehen richtig ab. Zwei Schüsse auch erst zugelassen. Oh, aber jetzt ganz viele abwesend. Ballbesitz ist vor allem so heftig. Ja, dadurch kriegen die Gegner nicht viele Chancen. Aber ich mache auch viele Fouls. Meine Spieler. Aber noch keine gelbe Karte. Auch wenn ich schon 13 Fouls habe. Also die Fouls sind nicht heftig, aber die unterbrechen halt den Spielaufbau der Gegner. Oh. Oh, das sieht nach einem Elfmeter aus. Was? Weil jetzt bin ich ja noch für dich, aber. Was? Oh Gott! Was? Ich kann's nicht fassen. Was ist denn das? Das wäre es ja jetzt, wenn die Ecke reingegangen wäre, ey. Oh, Mann. Meine Leute müssen unbedingt. Oh! Elfmeter und so ein Zeug. Was war denn das hier? Geil. Lel. Kann man mal machen, ne? Mhm. Ganz gepflegt. Wechsel nochmal Nymann.
Kann ich noch was wechseln? Maximilian Sauer kann ich mal wechseln. Moll spielt auch besser als gedacht. Zumindest laut der Bewertung. Oh, das war nichts. Aber Leute, könnt ihr mal gerne auch in den Chat reinschreiben, wie findet ihr das Spiel von meiner Mannschaft bis jetzt? Aber ich finde es sehr gut und ich pack mich immer noch mehr ein. Immer noch nur zwei Schüsse für die Gegner. Pack mich immer mehr ein, echt. Lang keinen Schuss mehr gehabt. Ja, auf mehreren Positionen muss ich wirklich aufpassen mit den Verletzungen. Ich glaube, 6 Stück oder so habe ich jetzt insgesamt, die dauerverletzt sind. Oh, was? Die grätscht einfach die ganze Zeit. Was ist das? Das ist einfach, es gab noch keine Karte in dem Spiel. Weißt du, Elfmeter und so gab es noch keine einzige Karte. Ja, bei uns immer so 5 gelbe. Oh, jetzt war's! Kilifi! Er schießt den Elfmeter nicht rein, er macht das nicht. Was kannst du eigentlich? Direkt raus. Oh, was? Jawohl! Christopher Nyman gerade neu eingewechselt, macht er direkt ein Tor. 5-0. Ich krieg grad echt ein bisschen Angst. Ach, das ist ein schlechtes Team einfach. Oh, Alter. Was war das für eine Chance? Wer schießt bitte so? Alter, war es knapp. Ja. Also wir hätten auch gut und gerne schon 7 Tore oder so kassieren können. Also... Vor allem mit dem Elfmeter, also. Ja, das stimmt. Ja, wer weiß, vielleicht kommt hier ja noch ein 6-0. Ja, ich muss nochmal. Schon habe ich wirklich. Doch, ich muss. Ah, nee, jetzt wechsle ich den auch nicht mehr. Aber eigentlich normalerweise hätte ich Kiewski wechseln müssen. Egal. Oh, Gegner kriegen nochmal ihren 4. Schuss. Eine Minute Nachspielzeit sogar. Du kriegst auch noch einen, Minimum. Ja, vielleicht nochmal. Ah, ne, ich glaube, der Endstand ist 5-0, aber 5 Tore. Dann insgesamt innerhalb von 2 Spielen 8 Tore geschossen. Ist ganz ordentlich. Aber Abdullahi hat noch kein einziges Tor geschossen, das finde ich ein bisschen doof. Fällt mir nicht. Ja, das war's jetzt. Und Dauber. Nicht nur, dass der noch kein Tor gemacht hat, sondern auch die Verletzung. Die finde ich auch bis jetzt doof. Echt gut gespielt. Danke sehr, finde ich auch. Das war echt gut. Boah, jetzt aber nur 2 Tage Pause und dann kommt schon direkt das nächste Spiel. Und dann nochmal irgendwie 2-3 Tage Robin Pause. Becker verletzt 5-6 Wochen, Alter! Julius Baader verletzt 2-3 Wochen. Digga, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Langzeitverletzte. Und davon sind 1, 2, 3, 4 aus der Startelf. Digga, ich raste. 19 hat gewonnen, lol. Ja, das ist nicht geil. Ich raste aus. Was soll ich denn jetzt machen? Kacke. Musst du auf jeden Fall abspeichern hier auch, oder? Ja, man muss auch speichern. Wäre vielleicht mal so eine Idee, ne? doch, also bei mir speichert es gerade. Ich glaube, das speichert jeden Tag oder so, habe ich das eingestellt. Echt? Ja, macht es automatisch. Ach ja, stimmt, speichert Spielladen, ja, lol. Also in 7 Tagen haben wir das Spiel gegeneinander. Ja, und ich muss unbedingt meine Trainingsintensität runterschrauben, weil so wenig Spielern auf normal jetzt, der ist jetzt schon da beim Fokus. Da dann Intensität normal genau hingeführt und
Da schauen wir dann mal. Wird Quoten. Oh, was? Du hast die beste Quote für den für den Torschützenkönig. Ja, steht hier. Fabian Reese hat eine Quote von 9:1 und das ist die beste Quote, für, dass er die Torjägerkanone in der zweiten Bundesliga holt. Nee. Krasser Scheiß. So, Leute. Gleich noch ein schnelles Spiel und dann gegen Mike. Bin so gespannt, wie es wird, ey. Und wir beide hatten gute Spiele bis jetzt. Ja, deine Mannschaft ist trotzdem ein bisschen besser. Ja, meine haben auch höhere Erwartungen. Mal gucken, wie das Spiel ausgeht. Dann haben wir noch das Spiel jeweils, das erste Bundesligaspiel. Ja. Und dann gibt's den nächsten Stream die Tage mal, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall auch viele verletzte Spieler. Das muss man auch nochmal dazu nehmen. Das stimmt. Macht die Sache nicht leicht. Jetzt hast du dein Spiel, oder? Nee. Morgen? Ja. Okay. Dauerkartenabsatz 14.900. 5.180. Also. So, wieder auf Angriffsspiel. Achter in der Tipp 3 Bundesliga. Was ist denn Tipp 3? Österreich. Ah, gegen einen Verein aus der österreichischen Bundesliga spiele ich. So. Oh, Trainingsratschläge. Intensität will ich jetzt gar nicht hochstellen wegen so vielen Spielen. So, okay, fortfahren. So, ich muss gleich aber bei der Startaufstellung nochmal schauen, da muss ich wieder einiges verändern. Wegen den Verletzungen. Also meine Mannschaft kann sich schön ausruhen. Finde ich nicht schlecht. Ja, meine überhaupt nicht. Meine hat sich jetzt, glaube ich, schon 3 Tage ausgeruht und es sind noch 5 Tage bis zu unserem Spiel. Ja, ausgeruht, die trainieren ja auch noch, ne? Ja, aber haben keine Spielbelastung, ne? Ja. Das. Ist bei mir ziemlich heftig. Ich hab gerade einen Bericht bekommen von dir. Ah. Bericht über Braunschweig. Leute, was steht denn hier? Geil. Hier stehen auch deine Schwächen. Ja, was habe ich denn für Schwächen? Ich cool. Also, es wird schwierig gegen dich, sagen wir es mal so. Sehr schwierig. Deine Schwächen sind, es fehlt dem Kader an Spielern, die sinnvolle Entscheidungen treffen. Und hier gibt es nicht genug Spieler, die derzeit eine vernünftige Ballannahme hinbekommen werden. Ja. Also, tipptopp. Du hast auf Kontrolle eingestellt und auf strikt, okay. Auch interessant. Kontrolle und strikt steht bei dir? Ja. Okay, interessant. Ist das falsch oder was? Sehr gute Scouts, würde ich sagen, hast du da. Tipptopp. Nice. Jetzt steht da Kontrolle und flexibel. Ist immer noch nicht richtig. Was ist denn das? Kontrolle und sehr dynamisch habe ich. Ändert einfach und jedes Mal falsch. Also, Luis, dann ist immer noch nicht komplett wieder fit. Was ist da los? Soll ich den jetzt doch wieder runternehmen? 96. Oh, ein Spieler. Oh, scheiße.
Du spielst gegen Sam Pölten, was? Alles klar. Oh, der kann das überhaupt. Ach du Heil. Ach so, nee, warte. Nee. Kascha gegen Breitkreuz. Zack. Der kann das aber auch überhaupt nicht. Scheiße. Training. Verteidiger links. Flügelverteidiger. Muss er lernen. Kann er überhaupt nicht. Kacke. 92. Oh, das ist echt kacke. Auch 92. Ich habe echt ein Spielerproblem. Vor allen Dingen dadurch, dass jetzt nur 2 Tage Pause waren. Ausdauer auch schon. So, Mannschaft ermutigen. Okay, dann gucken wir mal rein bei dir. Gegen den Stunt Pölten oder was auch immer. Bin mega gespannt. Und danach das Spiel des Jahrtausends. Ja, Mann. Und das Spiel ist eigentlich voll. Ne, interessiert eigentlich so kein Testspiel, aber. Wieso geht's nicht los? Weiß ich nicht. Ich hab ein Standbild. Hängt. Ja, ich auch. Och nö. Cool. Nice. Das steht da pausiert. Echt? Bei dir steht pausiert, aber ich hab's nicht pausiert. Ja. Steht da. Ach, come on! Also ich kann ja sogar auf das Anpassen-Zeug um zu klicken. Ah, jetzt geht's los. Keine Ahnung, was es war, also das... Egal, es geht jetzt los. Der Schiedsrichter hat ein bisschen länger gebraucht, bis er Pfeife gefunden hat. Ja. Was hab ich denn für komische Trikots? Weiße... Dann gucken wir uns das mal an. Was hast du? Alles klar. Bei der Minute 1-0. Kann man mal machen. Geil. ETL. Ja, erstmal Hackenpass. Easy. Jetzt muss deine Mannschaft natürlich aufholen, aber ich denke, die kriegen das auf jeden Fall hin. Das ist, glaube ich, das erste Gegentor, das du kassiert hast, oder? Ja, ist es. Ja, ich muss dir auf jeden Fall auch nochmal 1-2 einschenken. Mein Blick ist gerade ziemlich kritisch. Überhaupt, ja, meine Startelf ist auch gerade überhaupt nicht gut. Die gerade spielt. Also weder eingespielte Spieler noch Spieler, die eigentlich gut da spielen können. Weil teilweise sogar, also auf der einen Position ist eine Dritt, ist einer, der da nicht spielen kann und ist quasi der dritte Erste, der spielen würde, theoretisch. Man kann es halt eigentlich überhaupt nicht gut. Oh, Hochscheid! Oh, Digga! Dieses eine hundertprozentige. Alter! Lol. War eine Flanke aufs Tor. Aber wir sind erst in der sechsten Minute. Oh ja, es passieren so viele Chancen gerade. Ja. Geht's richtig ab. Und trotzdem liege ich zurück. Aber werde schon noch zu meinen Toren kommen. Denke ich auch. Hoffe ich. Oh ja, komm. Oh! Der Torwart, der hat bei mir richtig rumgebackt. Ich dachte, er ist voll drin. Dass ich auf einmal rüber teleportiere. Ich hatte jetzt 2 Siege in einem Unentschieden. Und du hast jetzt auch 2 Siege. Vielleicht kommt ja jetzt auch ein Unentschieden. Wir hoffen es mal nicht, wir gehen mal nicht davon aus. Oh.
Erstmal will ich hier, dass ein Tor fällt. Für ja. Mich. Generell. Chancen waren schon da. Das Tor hätte schon da sein können. Gut genug waren sie auch schon. Deine Spieler sind irgendwie alle entspannt, steht hier. Hm. Und die Ruhe weg. Muss er hier die manchmal mehr fordern. So, zuck, komm mal. Oh, das wäre sogar beinahe Elfmeter gewesen, hast du gesehen? Wie... Ja. War richtig knapp am 16er. Alter. Ah, die haben viele Chancen, da muss jetzt mal ein Tor kommen. Leute, ihr müsst mir die Daumen drücken, Team anfeuern. Ich will auch unbedingt, dass Abdullahi irgendwie noch ein Tor schießt, hat er noch gar nicht gemacht. Meine Stürmer sind noch ziemlich torlos. Bis auf Christopher Nyman, aber der ist halt eigentlich gar nicht Stamm. Soll eigentlich gar nicht Stamm sein. Abdullahi ist eigentlich besser. Halbzeit, ne? So. Ah. Kritisch. So, Kritisch. Jetzt pfeift ihr mal ein bisschen zusammen. Habe ich gemacht. Eine aggressive Ansprache habe ich halt gemacht. Fanden sie alle gut. Auf das zeigt sich jetzt auch am Platz. Ja, das hoffe ich auch. Komm schon, Leute, Alter. Was ist denn da los? Jetzt vielleicht. Zug. Jetzt vielleicht. Oh, jawoll! Yildirim. Auch nur ein Auswechselspieler eigentlich. So, komm, jetzt mit einem Unentschieden lässt sich auch viel leichter spielen und dann kommt das ja. 1-2 gleich auch. Ich glaube, es ist auch mein erstes Auswärtsspiel, glaube ich. Bei den anderen hatte ich heim, glaube ich. Sind wir eigentlich heim gegeneinander, oder? Ich glaube, weil ich dich eingeladen habe, bist du auch bei mir im Stadion dann. Ja. Oh, Alter. Das kann nicht sein. Was? Ich dachte, das hätte der Torwart drüber gemacht. Immerhin hat sich hier noch keiner verletzt in diesem Spiel. Das ist ja immerhin eine tolle Sache, ne? Da habe ich ja so viel Pech, das ist ja der Hammer. Das stimmt. Oh nein. Oh. Ah, abseits. Ja. Habe ich gesehen. Ja. Komm schon. Boland, Yildirim, Hochschei, Digga, musst du machen. Ja, es ist noch 60, wir haben noch, oder du hast noch genug Zeit. Deine Mannschaft. Jetzt schon. Da kommen wieder die Gäste, nicht die Gäste, die Gastgeber. Aber perfekte Grätsche hier. Oh, was? Ach was, die haben ein Tor gemacht. Abseits, wusste ich doch. Oh. Ich war gerade in der Aufstellung, ich hab's gar nicht gesehen, aber... So. Jetzt habe ich noch ein paar Spieler gewechselt. Oder werden gleich gewechselt. Komm. Drei rein, drei raus. Kriegst du. Ja, gut nachgesetzt, komm! In dem Spiel passiert viel jetzt! Oh. Mann! Die halten echt nicht schlecht gegen, aber 11-2 Schüsse ist es halt einfach. Eine Mannschaft kann die Tore einfach nicht machen. Aber jetzt habe ich wieder einen neuen Stürmer eingewechselt. Abdullahi irgendwie bis jetzt noch nicht so ganz in Form. Starte ich vielleicht in die Saison sogar mit Nyman rein. Eigentlich doof, aber
Wenn Abdullahi sich noch nicht gut eingespielt hat, dann kann ich halt auch nichts machen. Wann endet der Stream? So circa 8:30 ungefähr. Also erst noch eine halbe Stunde. Weiß nicht, ob wir es schaffen, aber... Also ungefähr. Eventuell, also könnte sein. Aber auf jeden Fall werden wir noch... Zwei Spiele machen. Ja. Eins gegeneinander. Und mega dann nice. Die Eröffnung, die wir parallel haben. Streamen ja auch parallel, das passt ja. Dann perfekt. Da freue ich mich schon wirklich drauf, das irgendwie so parallel zu spielen, so. Also hier so jeder so, oh, bei mir fällt ein Tor so. Ja. Und der andere, der kriegt es ja nicht unbedingt mit, weil der bei seinem Spiel beschäftigt ist. Auch ganz geil. Aber die halten echt dagegen in der Abwehr. Und jetzt kommen sie sogar nochmal. Alter, der setzt sich hier an der Seite durch. Jetzt kommt die Flanke in die Mitte. Nein! Alter, als ob. 2:1. Verpölten, wer auch immer das ist. Der hat sich hier echt gut durchgesetzt, muss man sagen. Aber. Die haben 3 Schüsse und haben einfach 2 Tore. Was ist denn hier los? Aber ist auch aus der österreichischen ersten Liga eine Mannschaft. Sind bestimmt war, gar nicht bei mir, glaube ich, auch so. Ja, du hattest auch ein Spiel gegen ihn. Aber den hattest du auch 1-1, glaube ich, irgendwie gespielt, oder? Ja, das war jetzt nicht gegen die, aber... Naja, aber auch gegen eine. Erstliga. Ja. 1-1 habe ich da gespielt. Vielleicht schaffst du ein 2-2 jetzt. Oh, naja, noch ist das Spiel nicht vorbei. Ja, aber dass der Torwart so hält, das ist echt traurig. Weil die Chancen sind deutlich auf deiner Seite, viel mehr. Wie heißt sein Kanal? Mein Kanal oder was? Soll ich wieder was reinschreiben? Mein Kanal heißt Mike Let's Play, ist in der Videobeschreibung, aber ich kann auch gerne nochmal was reinschreiben. Ich schreibe einfach mal. Hoi. Ja, der Stream geht schon 3 Stunden, ist mega krass. Ja. Aber es macht irgendwie Bock, finde ich, weiß nicht. 15 Schüsse, 1 Tor. Die Gegner 3 Schüsse, 2 Tore. Die Chancen sind wirklich gut, aber der Torwart hält die einfach alles. Die müsste eigentlich gewinnen in dem Spiel. Das kann gar nicht sein, ey. Komm jetzt! Oh, so schlecht! Drei Stunden ist schon nicht übel. Ja, letzte Chance jetzt wahrscheinlich. Ne, keine Chance. Okay, verloren. Schade. Im ersten Spiel mal ein Gegentor bekommen und dann direkt 2 und dann sogar verlieren. Schade. Eigentlich unverdient, aber ja. Finde ich auch unverdiente Niederlage. Jetzt kommt unser Spiel, Leute. Erstmal noch ein paar Tage dazwischen. Wobei ich eigentlich gar nichts mehr groß vorhab. Nee, ich auch nicht. Ich muss gleich nur vor unserem Spiel dann bei der Mannschaftsaufstellung nochmal gucken, wie ich sie aufstelle. Aber bis dahin habe ich eigentlich nichts mehr vor. Ja, wir haben vor, Fußball zu gucken. Nach dem Stream. Spannung steigt. Noch 3 Tage vor dem Spiel. Ja, das ist auf jeden Fall bei dir. In Braunschweig. So, oh, jetzt habe ich auch einen Scout-Bericht von dir. Okay, nichts mehr. Okay, ja, mache ich auch. Okay, das wird's. Ich bin voll aufgeregt gerade wegen dem Spiel. Panik schieben! Bin gespannt. Bin echt gespannt. Ich
Ja, ich auch. So, fortfahren. Noch 2 Tage, Leute. Und dann haben wir Nach auch das Bochum-Spiel, beziehungsweise du hast Ingolstadt. das Ingolstadt-Spiel, genau. Ja, und das Gute ist, es ist auch genug Zeit zur Regeneration danach. Und Bist du vielleicht eigentlich daheim dann, oder? ich spiel heim, ja. So, Posteingang, was habe Duisburg ich hier Medientipp nur? Platz 18. Wie sehr ist eigentlich deine Vertrautheit mit deinem Spielstil? Wo steht das? Bei mir kam gerade eine E-Mail von wegen, dass einer gesagt hat, so und so vertraut sind die irgendwie. Kam bei mir nicht, glaube ich, ne? Oh, morgen! Morgen ist das Spiel! Hab Angst. Ich hab jetzt echt Angst, gegen dich so richtig, richtig zu versagen. Weil du bist die bessere Mannschaft. Ja, aber mit Wenn ich so vielen gut richtig verkack. verletzten Spielern. Aber wenn ich so richtig verkack, dann wird's peinlich. Dann wird's Nein, peinlich. verkack's nicht richtig. Das wird ein ultra spannendes Spiel, glaube ich. Aber wahrscheinlich das Spannendste von den ganzen. Na? Es wird das Spannendste von den Vorbereitungsspielen von Von den beiden von Testspielen, uns. genau. Das auf jeden Fall. Okay. Wie findet ihr das Spiel? Macht Bock? Auf jeden Fall. Ich auch. Fitnesstest, Luis Samson. Immer noch nicht wieder voll fit. Kondition ist auch kacke. Das ist doch alles scheiße, ist das doch, Mann. So. Ganz ruhig. Oh mein Gott, Aufstellung. es geht los! Hilfe! Ich hab Angst. Also, das muss auf jeden Fall gewechselt werden. Teigl, wieso habe ich Teigl eigentlich? Teigl ist auch voll gut. Teigl spielen lassen, der muss auf jeden Fall. Ja, der spielt auf jeden Fall. Seinen Kleven. Probier's nochmal mit Ernst, wenn er sich jetzt wieder fand. Ja. Wie Ach, lang ist eigentlich klasse. Biara verletzt? Fällt voraussichtlich zwischen 3 Tage und 2 Wochen aus noch. Ah, Scheiße, ey. Das ist das größte Problem, was ich gerade habe. Weil das ist echt nicht gute. Ah, Mist. Roland, Luis Samson. War ich mit Moll. Puh, Leute, es Hey, ist. was mache ich jetzt? Wieso? Ich hab, ja, wenn ich jetzt auf zum Spiel gehe, dann zeigt er mir an, dass er nicht zugelassen ist für das Spiel. Wäre es nicht zugelassen? Der eine ist irgendwie, keine Ahnung, was er hat. Ich habe 3 Verletzte, ich weiß nicht. Hä? Man kann 12 mitnehmen. Wo packe ich den jetzt hin? Du musst den auf den Spieler auf diesen Pfeil daneben drücken Ja. und dann steht unten Position frei machen. Ah, okay. Perfekt. So, Leute, jetzt Gracias. bereit. Ich bin bereit. Hilfe! Oh. Also, ihr Okay. könnt euch das aus beiden Perspektiven wieder angucken. Das Spiel gegeneinander, das bringt eigentlich gar nichts. Aber wegen der Taktik und so. Ha. Umkleide. Teamansprache. So. Ich bin bereit, ich bin bereit. So. Anstoß. Boah, das ist ja fast dieselbe Formation, nicht ganz so erfasst. Anstoß. Ich krieg echt Panik. Okay. Boah. Gut tun. Nein, Ja, abseits. abseits, wollte ich gerade Boah. sagen. Junge, dass er in den ersten paar Sekunden schon jetzt zum Tor kommen können.
jetzt wird's kritisch, echt. Wer ist hier? Wer ist die bessere Mannschaft? Nein, nicht du, aber ich will dich trotzdem besiegen. Du hast so, nein! Oh! Oh, wie knapp war das denn? Was war das denn für ein Zeug? Alter, was ist, was ja. passiert hier? Sohn. Alter, was passiert denn hier gerade? Zerda, du Sohn. Alter, die Verteidigung ist so gut. Es sagt aber noch jetzt. Gar nichts. 1-0 ist noch lange nichts. Damit. Jawohl. Hier wird's jetzt kritisch. Das ist echt geil. Dursun wieder. Dursun auf Naray. Naray auf Dursun! Oh. Ich knapp. Alter, fuck. Ah. Das war wieder gut. Jetzt gibt's den Konter hier nach der Ecke. Braunschweig immer noch am Ball. Voll umgenietet. Bastiert. Der wechselt sich noch nichts. Alles ganz okay. Er hatte schon ein paar gute Chancen. Er hätte noch ein bisschen mehr kommen können. Aber solange es 1-0 steht, noch alles okay. Ein Torwart hat auf jeden Fall Bock. Ja, da zeigt sich der Ballbesitz wieder. Deine Mannschaft ist ja. Hat immer recht viel Ballbesitz. Oh, das gibt es doch nicht! Alter! Oh. Mann, wie viel Pech kann ich haben? Wieso machen meine Spieler machen einfach die Tore nicht? Die Chancen sind da, aber die machen die Tore nicht. Ja, vorhin hatte ich aber auch eine gute Chance. Also, alles noch ausgeglichen, meiner Meinung nach. Jetzt gefährlich. Braunschweig kommt schon wieder. Weggeballert, schön. Kommt, Leute. Kommt, Leute. Du Sohn. Er ist so kacke mit Hochschalt da vorne. Gibt's doch gar nicht. 4-1 jetzt schon. Schüsse. Du hast halt echt viel mehr Ballbesitz wieder. Deine Mannschaft ist echt. Ja, machen gerade überhaupt nichts draus. Das ist 60%, aber trotzdem habe ich nur einen Schuss. Der war zwar gut, aber da muss er auch drin sein. Ja, komm, da muss gleich gelb-rot. Was? Nein. Barf. Komm. Oh. Ist ganz spannend. Gibt's doch nicht. Nein. Oh ja. Nein, der kommt gut durch. Der kommt gut durch. Oh, okay, Levi. Meine Spieler schießen nicht ins Tor. Alter. Ihr drückt gerade richtig hart. Hier wird richtig hart gedrückt. Hier wird richtig hart gedrückt. Weiterhin. Oh. Das Spiel gegeneinander ist so krass. Was ist kaufen? Gibt auch viele Chancen bisher. Relativ viele. Immer nur deine Mannschaft gerade am Drücke. Immer. Oh Mann! Das ist so langsam. Bären ein Tor auf jeden Fall verdient. Ja, das kann schon sein. Das kann auf jeden Fall sein. Oh. Hat gerade gut gehalten ein paar Mal. Weiterhin Braunschweig. Weiterhin Braunschweig. Gibt's doch nicht. Jungs. Müssen wir mal wieder hier nach vorne hin.
Echt gespannt. Komm, wir brauchen mal wieder hier einen Konter oder irgendwas. Immer nur Braunschweig bisher, immer nur Braunschweig. Oh nein! Digga, halt's auf! Welch hast du denn? Oh mein Gott. Das sind so. Die dürfen gerne alle Chancen vergeben in der Vorbereitung, solange sie in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga dann die Tore machen. Gut gespielt. Alter Vater. Geschlossen. Oh. Junge. Spiel bringt mich um den Verstand. Immer nur noch 1-0, das ist noch lange nichts gesagt. Nein, es ist ja eh nur ein Vorbereitungsspiel, aber trotzdem. Halbzeit. 1-0. Gutes Spiel bisher, mein Freund. Allerdings. Ja, ist das 1-0. Ja, es ist schon verdient, aber du hättest eigentlich auch eins verdient. Okay. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Ja. Also ohne ein Tor will ich auf jeden Fall nicht rausgehen aus dem Spiel. Also ich will es generell gewinnen, aber ich will nicht, dass ich gar kein Tor schieße. Das wäre überhaupt nicht gut. Oh nein. Auch wenn die Aufstellung nicht perfekt ist. Das war nicht gut. Voll die Panik, Gott, Hilfe. Ja. Krass, wie viel Ballbesitz seine Mannschaft hat, echt. Bin ich echt krass. Naray. Ursun. Komm. Schlechter Pass, aber sie haben den Ball noch unter Kontrolle. Wir haben den Ball noch unter Kontrolle. Jawohl. Der Fehlpass. Oh ja, Hochschalt diesmal muss. Oh, schon wieder Hochschalt. Ding vergibt die 1 gegen 1. Das kann nicht sein, das hat er bis jetzt zweimal, glaube ich, schon gemacht. Das kann nicht sein, dass ich hier noch kein Tor habe. Das ist ja echt krass hier. Das ist ja echt krass. Da weiß ich da, ja. Hilfe! Mann. Beide voll angespannt. Ja. Geil. Oh! Green, eingewechselter Green, Naray. Nein, Ballverlust, nicht gut. Wieder Braunschweig hier mit der nächsten. Oh, Scheid, jetzt muss er, jawohl! 61. Minute. Endlich, das verdiente Tor. Ja, das muss man sagen, das muss man echt sagen. 9-6 Schüsse jetzt auch, 60% Ballbesitz, 4-2 aufs Tor. Ah. 1-1, komm weiter. Muss hier auch nochmal ein Tor rausholen jetzt. Aber Braunschweig kommt so oft. Boah! Alter. Was ist denn für eine Technik? The fuck? Kommt immer Braunschweig. Nein, was ist das? Nein! Zug! Oh. Alter! Die boxen dich alle um. Geil, komm, Dursun. In die Mitte. Chachi! Fuck! Muss aber kurz Pause machen wegen Wechsel. Oh. Doch nicht. Krasses Spiel. Oh ja. Krasses Spiel, Gart. Das macht mir echt zu schaffen, Gart. Den hauen wir wieder raus. Der hat mir bisher gar nicht gefallen. So. Mal direkt wieder wegtreten. Okay, spielen, let's go.
Weiter geht's. Jetzt ist alles ausgeglichen. Komplett ausgeglichen. Und du bist eigentlich die bessere Mannschaft. Sieht man auch an der Statistik. Komm, du Sohn. Oh Fresse, der ist ja gut bewertet worden hier. Ja! Jawohl! Kein Abseits. Yes. Hi, G-Check. Verdient, Fragezeichen. Eins zu zwei. Komm schon. Bitte, 78, bitte, 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 bitte. Weiter führt. Kleeblatt. Kann nicht sein. Wieder Braunschweig. Boah, was? Was? Das hätte echt jetzt faul geben müssen. Wittek. Ursun! Ah. Gibt's gar nicht. Weiter Leute, es ist noch nichts entschieden hier. Naray, schöner Pass auf Naray, der Schuss allerdings. Nicht so geil. Der Braunschweig. Nee. Verzweiflung. Spannungsspiel. Komm schon, jetzt nochmal ein Tor. Liest du eigentlich die Kommis? Ich lese sie immer, klar. Jeden einzelnen. Bei mir sind es ja nicht ganz so viele wie bei manch anderen. 4 Minuten Nachspielzeit gibt's. 4 Minuten Nachspielzeit. Boah, was war das denn? Komm, 2-1. Das wäre so ein typisches für ein Spiel. Komm! Nein, das ist die letzte Chance wahrscheinlich. Alter, das. Jawohl! Ja! Ja. Kein Spiel verloren. In 4 Testspielen. Bin stolz auf mich. Gut gespielt, mein Freund. Ja, hast du auf jeden Fall, ja. War jetzt nicht 100%ig verdient. Aber ich muss meine Mannschaft trotzdem loben. Vorm Tor müssen meine Spieler einfach besser werden. Bist du denn so gegen mich, geilo Brüder, Alter? Unverdient pur, schreibt er. Ja, es war jetzt nicht so verdient, aber... Braunschweig mit Trauer über verpasste Chancen, ja. Hab sehr getrauert. Aber noch mehr Trauer ist nicht über das Ergebnis, sondern es war eigentlich kein schlechtes Spiel von meiner Mannschaft, abgesehen davon, dass sie die Tore nicht gemacht haben, aber...
Es hätte noch viel besser klappen können, wenn meine. Wie gesagt, 4 Stammspieler sind verletzt. Ja, okay, das stimmt. Das ist mies. Wird mit einem glücklichen Sieg gegen Braunschweig, das stimmt auf jeden Fall. Also es läuft ja gut für mich als Trainer. Das stimmt auf jeden Fall. Kann ich nicht meckern. Aber ich denke, wir bleiben trotzdem Freunde. Ja. Wir müssen gleich sowieso erstmal schauen, wie wir in die zweite Bundesliga reinschauen. Das ist ja das Wichtige, also genau, die Vorbereitung hin und her. Ne, aber das Wichtige, das kommt ja jetzt. Das ist das Entscheidende hier. Rocket League Stream war ich für dich, ja, das stimmt. Gut, wir gucken jetzt einfach mal rein. Eigentlich würde ich die Aufstellung gern so lassen, wenn es geht. Hat mir relativ gut gefallen. Boah, mach ich einfach mal weiter. Mal gucken, wie das dann so aussieht. Ja, ich drücke auch auf Fortfahren. Kann direkt sogar nochmal auf Fortfahren drücken. Einen Kapitän wählen. Ach du Scheiße. Ich denke, wir wählen IG-Check. Ja. Ich denke, wir nehmen den. Wäre ganz chillig. Auf welcher Position braucht ihr noch Verstärkung? Also eigentlich, also wir haben beide gar kein Geld, um überhaupt Verstärkung zu kaufen, deswegen klappt das nicht, aber ich bräuchte im ZOM eigentlich auf jeden Fall Verstärkung. Weil Hochscheid kann er nicht gut spielen. Ich hoffe einfach, dass Biada 6 bis 12 Tage fährt er voraussichtlich noch aus. Der wird nicht fit alles sein. Auf Englisch. Scheiße. Scheiße, der wird nicht fit sein. Ne, war doch nicht. Scheiße, ich muss nicht hochstellen, damit das spielen. Oh. Kacke. Das kann ich auf jeden Fall schon mal so wechseln. Becker wird auch noch lange verletzt sein, glaube ich. 2 bis 5 Wochen, ja. Wie sieht das? Nee, da muss Teigl auf jeden Fall bleiben. Ach Mann, es ist Dreck. Es ist einfach Dreck. Das wird so schon so schwer gegen Ingolstadt. Egal, meine Spieler sind dann noch eingespielter mit der Spieltaktik und darauf bin ich aus. So. Scout-Bericht. Scout-Bericht über Bochum, ja. Was? Nee, das finde ich doof. Will keine Offensivstandards trainieren. Okay, dann gucken wir mal hier. Komm, ich will direkt mit einem Dreier reinstarten in die Saison. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Gegen Bochum sollte das hoffentlich möglich sein. Wenn nicht, wäre schade. Ich meine, man muss es dann so hinnehmen, aber... Jan, kommst du vielleicht nächste Woche zum Geburtstagsstream von Micha? Geht wahrscheinlich 24 Stunden. Nächste Woche, kommt drauf an, wann. Also, bin die nächste Woche auch viel unterwegs. Da kann ich auch mal reingucken. Mal gucken, wann er halt kommt, keine Ahnung. Freitag in den Samstag rein. Nee, da bin ich leider in Hamburg.
bin ich leider nicht da. Weiß nicht, was ich Freitag vorhabe, aber wir können mal gucken. Bisschen reingucken kann man schon, ne? Da. Wir haben wieder hier Verletzungsbericht. Julius Biada, einer der wichtigsten Spieler, kommt immerhin in 4 bis 9 Tagen wieder. 2 bis 4 Wochen Robin Becker, auch sehr wichtig. Ken Reichel, auch sehr wichtig. 10 bis 4 Wochen, Alter, 10 Tage bis 4 Wochen. Lord, Alter, Mann. Wieso dauert das alles so lang? Hä? Wir hatten doch den Ding am 28. um 13 Uhr, oder? Oder? 29. 13 Uhr habe ich. Samstag 13 Uhr. Das hat sich jetzt verschoben. Hä? Dein Spiel hat sich verschoben? Ja, ich bin jetzt am 28. um 18.30 Uhr. Lol. Es war sogar vor dem Stream. Ich habe den absoluten Beweis, dass es um 13 Uhr war. Dann haben wir die Spiele doch nicht parallel. Das ist ja richtig mies. Warum das denn jetzt? Das ist vor allem eigentlich relativ doof, weil das dann gleich für das Deutschlandspiel relativ lange dauert dann. Hm. Wundert mich aber, wie gesagt, weil ich habe das ja im Stream vorhin gesagt und gesehen und gezeigt. Keine Ahnung. Ja, und jetzt? Weiß ich nicht. Kritisch, ne? Das ist kritisch. Vielleicht starten wir auch einfach in die zweite Bundesliga-Saison erst im nächsten Stream, ja. Wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Können ja bis zu deinem Spiel jetzt einfach quasi weitermachen, damit wir im nächsten Stream direkt mit dem Spiel reinstarten können, weil es ist ja auch spannend, dein Punktspiel zu sehen und so. Und ja, es wäre jetzt schon geiler gewesen, so, aber ja, kacke. Aber wir haben ja heute lang gemacht schon, ne? Also wäre zwar cool, aber wir hatten gerade auch ein sehr spannendes Spiel gegeneinander, also genug Spiele gab es auch. Kann man sich nicht beschweren. Das stimmt. Wann ist der nächste Stream? Ja, gute Frage. Ja. Sagen wir euch auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid bei Instagram, bei YouTube, was auch immer. Also bestimmt schon die nächsten Tage. Also wir wollen das, wie gesagt, relativ regelmäßig machen und da wir jetzt gerade auch Zeit haben, kommen das bestimmt die nächsten Tage nochmal auch was. Ja, Kocke. Ärgert mich jetzt, warum auch immer das jetzt auf einmal anders ist. Ja. Aber wir haben auf jeden Fall in der nächsten Folge direkt das Spiel, das ist auch okay. Oh nein, da hat sich jemand verletzt. Hm. 5 bis 6 Wochen. Alter. Aber ist eh nur so ein Auswechselspieler gewesen. Na, dann ist ja nicht ganz so schlimm. Ich wünsche, bei mir wären es auch alles nur Auswechselspieler. Ja. Okay. Pressekonferenz kann ich noch machen. Denk, das wäre es dann soweit. Und noch einmal vorspulen gleich. So, kann auch noch mal fortfahren. Wer gewinnt heute, Spanien oder Deutschland? Also ich glaube Deutschland, oder ich hoffe es natürlich, ich werde es anfeuern. Aber die tun sich in den Freundschaftsspielen immer sehr, sehr schwer.
So, gut, so, dann noch einmal drücken. Perfekt, ne? So. Jetzt sind wir am Ende angekommen. War ein verdammt langer Stream. Ja. Verdammt lang. Aber wir bedanken uns natürlich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein und morgen gibt es auf jeden Fall bei mir auf dem Kanal wieder Torwart-Karriere mit Story und ja, freue mich, falls ihr einschalten würdet. Und ja, auch schön, dass du mit dabei warst, Mike. Immer gerne noch. Ja, war mega cool. Mega, mega Dankeschön auch nochmal an die Leute, die bei mir abonniert haben bzw. geliked haben. Mega, mega fett nice. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Stream die Tage mal. Wie gesagt, wir kündigen das dann rechtzeitig an. Bis dahin, haut rein, Leute, und ciao, ciao. Jo, ciao.